und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute wenden wir uns mal wieder dem Thema Rape and Revenge zu. Nachdem wir schon vor einiger Zeit hier auch I Spit on Your Grave aus dem Jahre 2010 besprochen haben, war es auch klar, dass irgendwann mal der zweite Teil besprochen werden musste und das ist jetzt endlich passiert. Heute geht es um I Spit on Your Grave 2 aus dem Jahre 2013 und ich habe wieder mal das Vergnügen, mit Fabienne zu sprechen. Bevor es losgeht, habe ich noch eine interessante Information an alle, die Spotify benutzen. Seit mittlerweile über einem Jahr gibt es ja schon die Funktion, dort auch die Folgen zu kommentieren. Einige von euch nutzen das ganz fleißig, aber irgendwie könnte es doch ein bisschen mehr sein. Ich verstehe aber auch, wenn viele von euch sich das Kommentieren dort gespart haben, weil man als Podcaster einfach nicht interagieren konnte. Man konnte diese Kommentare halt einfach nur freischalten, aber man hatte keine Möglichkeit, diese zu beantworten. Bis jetzt. Das hat Spotify nun geändert. Das heißt, von jetzt an kann ich eure Kommentare bei Spotify liken und auch beantworten. Also wenn ihr möchtet, probiert es doch gerne mal aus. Kommentiert genau diese Folge hier schon und sagt mir eure Meinung dazu und ich werde fleißig beantworten. So, jetzt war es das aber auch mit dem Gerede zu Beginn. Hallo Fabienne. Hallo Alex, hi. Na, schön, dass du dabei bist wieder, freut mich. Ja, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann. Immer eine Freude. Wir haben heute das vierte Mal oder fünfte Mal? Vierte Mal. Ein Special und zwei Filme, glaube ich. Richtig, genau. Wir haben über Raw gesprochen. Das ist ja jetzt ein Jahr her gewesen, diesen Monat, ne? Ja, der wurde ja abgelöst. So, du hast recht. Daher, das ist nicht mehr der schlimmste Film aller Zeiten, von daher bin ich ganz ja. Fein damit. Stimmt, das hast du kommentiert, ich erinnere mich, ja. Ja, ja, der wurde definitiv abgelöst, ja. Du, also genau, wir haben über Raw gesprochen und du hast auch meinen Post gesehen, ne, dass ich den in dieser Zeitschrift am Bahnhof gesehen habe, dass der aufgeführt war zu den 100 besten Horrorfilmen, ne? Du erinnerst dich mit Sicherheit? Ja, absolut erinnere ich mich. Und da habe ich gedacht, ach guck. Ich liege falsch, du liegst richtig, ne? Es liegt an dir und nicht an mir, so. Ja, genau. Das stimmt. Ich hab das gesehen und dann musste ich das fotografieren. Ich dachte, nee, das muss ich machen. Also für alle, die sich jetzt fragen, worum es geht, das habe ich bei Instagram gepostet. Denn Fabienne und ich haben damals bei unserer ersten Aufnahme über Raw gesprochen und der Film hat mich nicht ganz so begeistert. Ich glaube, drücke ich es einfach mal so aus, ne? Ja, kann man so stehen lassen. Ja, genau. Kommt der Sache nach. Richtig. Dann haben wir über unsere Top 3 der besten Denzel Washington-Filme gesprochen. Und dann, ein halbes Jahr später ungefähr, haben wir über Speak No Evil gesprochen. Das ist ja jetzt auch schon, zumindest die Aufnahme war im März, jetzt haben wir Ende Juni, also wo bleibt bloß die Zeit? Aber da habe ich ganz, ganz viele Meldungen bekommen, dass das mit einer der besten Folgen war. Echt? Ja. Oh, das ist schön. Das freut mich auch, hat mich auch sehr gefreut. Wir diskutieren da so schön oder wir regen uns so schön auf, sagen wir mal so, ne? Über die der Naivität unserer dänischen Familie, ne? Ja, das stimmt, aber da war ja auch wirklich viel Raum, um sich mal auszulassen und sich aufregen zu können. Das ist wahr. Das hat der Film ja nun wirklich hergegeben und er ist auch wirklich gut. Die Folge war auch richtig schön. Es hat so viel Spaß gemacht und es war ja fast ein Hörbuch, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das stimmt. Sag mal, hast du sie selbst gehört nochmal? Nein, ich habe sie nicht gehört. Echt nicht? Wie kommt das denn? Nein, ich höre doch die Folgen nie, wenn ich die mitmache. Ich höre vielleicht mal rein und dann denke ich, nee. Ach so, okay. Kannst dich nicht selber hören dann in den Folgen, ja? Nee, überhaupt nicht gut. Ja, auf jeden Fall war es eine sehr schöne Folge. Ich habe erst neulich, da gehen auch liebe Grüße raus, von einem Herrn bei Spotify einen Kommentar bekommen zu unserer Folge. Und zwar stand da halt auch, dass es mit die beste Folge war, die je rausgebracht wurde. Also es hat mich auch sehr gefreut. Oh krass, ja, das freut mich total. Das ist, also ich meine, man kriegt ja gerne Feedback, sei es konstruktive Kritik oder auch Lob. Aber es ist natürlich auch schön zu hören, dass die Folge gut ankam. Das freut mich total. Ja, ebenso. Ja, und heute nehmen wir uns ein wirklich krankes Stück vor, kann man sagen. Ich habe ja mit Teilnehmerin Mimi schon ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich meine, es ist jetzt ja schon Ende vorletzten Jahres gewesen, wenn ich mich
nicht irre, kann aber auch ein bisschen daneben liegen, über I Spit on Your Grave gesprochen. Natürlich das Remake von 2010, wenn ich mich nicht irre. Und das ist ein harter Streifen in der Kategorie Rape and Revenge natürlich. Und wir haben uns dazu entschieden, heute über den zweiten Teil zu sprechen, aus dem Jahre 2013. Erzähl mir doch mal, warum wolltest du dann den mit mir besprechen? Oder ich glaube, ich habe ihn dir auch eher vorgeschlagen. Ne? Ich glaube nicht, dass es von deiner Seite aus war. Du hattest in einer Folge, das war, glaube ich, auch ein Special. Ein Rape and Revenge Special von neulich, ne? In der Folge mit Julian, da habe ich drüber gesprochen, ja. Genau, in der Folge mit Julian. Und da hast du, glaube ich, noch gesagt, okay, wer Lust hat, den zu besprechen, kann sich einfach mal melden. Ah, ja, so war's. Ich erinnere mich, genau. Und ich hatte den ewig nicht gesehen. Und habe gedacht, auch den wollte ich mir sowieso mal wieder angucken oder den könnte ich mir sowieso mal wieder angucken. Ist jetzt nicht, dass ich abends zu Hause sitze und denke, ach ja, den wollte ich mir schon immer mal wieder anschauen. Aber dann habe ich auch gedacht, okay, den könnte ich mir wirklich nochmal angucken und den würde ich gerne mit dir besprechen. Und dann hatte ich dich angeschrieben. Ja, und das hat mich sehr gefreut. Und dann habe ich natürlich direkt zugesagt und jetzt sitzen wir hier. Und wie hast du denn den Rewatch denn jetzt gefunden? Ist dir der Film jetzt dann doch noch härter vorgekommen, als du ihn eigentlich in Erinnerung hattest? Oder war es nicht mehr ganz so schlimm? Dieser Film, gerade glaube ich als Frau, ist ja schon sehr schwer zu ertragen, oder? Wie siehst du das? Nein, der ist absolut definitiv schwer zu ertragen. Der ist mir schlimmer vorgekommen als beim ersten Mal, was aber zu großer Wahrscheinlichkeit auch daran liegt, dass ich den jetzt das erste Mal uncut gesehen habe. Ah, okay. Kanntest du vorher noch nicht? Nein. Dann hat er dich natürlich dann noch mehr geschockt dann wahrscheinlich. Ja, also es wird hier wirklich die Länge der Szenen zum Teil, oh, die ist schon, also das wird schon deutlich gezeigt. Also der ist schwierig, ich finde, der ist trotzdem, ja, das ist immer schwer zu sagen, aber ein guter Film. Ich kann ihn mir ganz gut angucken, aber der ist hart. Also der ist wirklich hart. Das ist wahr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das habe ich auch erwähnt in der Folge mit Julian gemeinsam, der härteste zu ertragende Film für mich ist Human Centipede 2. Ja, der ist einfach, der toppt alles meiner Meinung nach. Und auf Platz 2 ist für mich I Spit on Your Grave 2. Ne? Also der erste I Spit on Your Grave kommt erst weit später. Der zweite hat so seine Probleme mit so gewissen Dingen, da komme ich gleich drauf zu. Was würdest du so rein aus Interesse denn sagen, was ist denn für dich der härteste zu ertragende Film? Also wüsstest du das oder müsstest du da länger drüber nachdenken? Oder gibt es einen Film, wo du sofort sagst, ja, das ist der schlimmste für dich? Sounds of Freedom tatsächlich. Ist aber kein Horrorfilm. Okay. Aber das ist, also das war ein Film, den ich extrem schwer zu ertragen fand. Ist das eher ein Thriller oder was genau ist das? Ja, das ist ein Thriller, der, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich eher lose auf wahren Begebenheiten beruht. Da geht es darum, dass sich US-Polizist auf die Suche nach einem Kind macht, was von Menschenhändlern weiterverkauft wurde. Ach so. Also der hat sehr wenig Fiktives und das kann ich mir nicht gut angucken. Also das ist mir zu nah an der Realität, das unterhält mich nicht, das tat einfach nur weh. Ja, okay, das verstehe ich. Zu sehen. Also das war nicht schön. Ja, okay. Ich finde, dass I Spit on Your Grave schon von der Atmosphäre her und von der Spannung her vieles richtig macht. Ich denke mir so, dass der Anfang ist sehr, sehr unangenehm. Also wenn sie dann bei dem Fotografen ist, da komme ich gleich drauf. Und wenn dann Georgie dann anfängt, sie zu stalken, das ist alles recht spannend gemacht. Wenn man weiß, dass er bei ihr jetzt wahrscheinlich eingedrungen ist in die Wohnung und sich versteckt hat und so, dann weiß man schon irgendwie, okay, das ist gruselig hier. Ne? Da wird die Spannung gut aufgebaut. Total, da bin ich komplett bei dir und es ist halt, es ist nicht alles relatable, aber so aus Frauensicht, man merkt einfach dieses Unbehagen und es gibt einfach Situationen, in denen man in Positionen gebracht wird, die einfach sau unangenehm sind. Ja. Ne? Da werden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf kommen, aber wie du sagst, bei dem Fotografen oder an anderer Stelle, man wird einfach wirklich in so Situationen gedrängt, die so unangenehm sind und aus denen man einfach nicht so gut rauskommt. Und das macht das so beklemmend irgendwie. Also nachvollziehbar. Ich denke, das einfach eine sau unangenehme und schöne Situation ist. Also von daher nachvollziehbar bei dem Film gerade der Anfang. Ja, genau.
Ja, also ich finde, dass ich so ein paar Probleme habe mit unserer bildhübschen, das muss man ja echt sagen, Hauptdarstellerin. Also so geht zumindest mir so, sie ist eine umwerfende junge Frau. Gemma Delander, glaube ich, ist gar keine Amerikanerin, sondern eine Britin, spielt hier aber eine Amerikanerin. Also ganz, ganz tolle Frau, da kann man echt nichts sagen. Ich finde sie trotzdem, auch wenn sie umwerfend ist, unpassend in der Rolle. Vielleicht geht es dir da ähnlich. Ich nehme ihr die rachsüchtige Frau nicht ab. Bei Sarah Butler im ersten Teil, also von 2010, habe ich ihr das alles so ein bisschen mehr abgenommen. Also man merkte auch in dieser ganzen Rachephase, dass sie einfach eine gebrochene Frau ist, die von Hass getrieben ist und auch das gar nicht so richtig feiert, was sie hier tut. Sie macht das halt aus Rachezwecke, weiß aber trotzdem, es ist eigentlich nicht richtig. Man merkt ja auch im letzten Shot an, dass sie das nicht toll fand, abgesehen von diesem kleinen Lächeln, glaube ich, das in dieser letzten Einstellung kurz kommt, aber das ist nur ganz minimal. Hier ist es so, dass wir Katie dabei zusehen und irgendwie hat sie Spaß bei der ganzen Sache. Also ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich nehme ihr einfach diese rachsüchtige junge Frau nicht ab. Total. Würde ich auch 100%ig so beschreiben. Es wird halt so ein, die kriegt so einen Psycho-Touch, der irgendwie unglaubwürdig ist und bei dem ich weiß, wo der herkommt. Ja, es ist Hass, es ist Rache, aber das kippt in so eine merkwürdige Psycho-Richtung, wo sie dann selber Spaß am Quälen findet. Genau, genau, ja. Und ich kann das nicht unbedingt nachvollziehen. Also da fand ich auch Sarah Butler im ersten Teil wesentlich die Figur, den Charakter an sich überzeugender dargestellt. Also wahrscheinlich nicht mal dargestellt unbedingt schauspielerisch. Es wird ja wahrscheinlich das sein, was sie rüberbringen sollte jetzt auch in dem Teil. Aber mir gefällt dieses Psycho, ich bin jetzt der irre Racheengel. Das gefällt mir tatsächlich auch nicht so gut. Ja, der Film hat auch, da könnte ich mich irren, aber das ist jetzt so meine Wahrnehmung zumindest, die Seiten so ein bisschen verdreht, wie der Film gezeigt wird. Wir haben im ersten Teil, also wenn ich vom ersten Teil rede, rede ich von Remake von 2010, ne? Also dort haben wir einen kleinen Teil Rape und dann einen langen Teil Revenge. So kommt es mir vor. Und hier im I Spit on Your Grave 2 haben wir das umgekehrt. Wir haben einen extrem langen Teil Rape und Erniedrigung und ach Gott, was da alles passiert. Und dann nur einen recht kleinen Teil Revenge. Also so kommt es mir zumindest vor. Ich habe nochmal geguckt. Also ich glaube, es sind so um die 30 Minuten Revenge. Und dann ist das auch noch, da kommen wir natürlich später dazu, auch sehr eintönig, weil es sich immer wiederholt. Wir haben hier eigentlich immer das Gleiche. Also Sarah Butler im ersten Teil ist ein bisschen experimentierfreudiger. Die hat mehr Ideen. Schön gesagt. Ja, genau. Vieles passt nicht so richtig. Vieles ist auch schwer abnehmbar, also glaubwürdig meine ich. Und ich komme jetzt aber auch mal rein. Natürlich habe ich die Community gefragt und gehe ich nochmal so auf die Kommentare ein, ja? Gerne. Ja, das schreibt also die Mandy. Ultra harter Rape and Revenge, aber kein würdiger Nachfolge zum ersten Teil. Ich denke, das könnte man unterschreiben, ne? Das ist auch meine Meinung, ne? Natürlich macht der hier, ist hier ein bisschen mehr Action in Anführungsstriche drin. Der Film, der zweite, hat hier ja auch eine der fiesesten Arschtrittmomente ever in einem Film. Also es gibt ja so Momente, wo man so voll ins Gesicht geschlagen bekommt und das hat der zweite Teil hier auch. Also alter Schwede, ich glaube, da weißt du mit Sicherheit schon, was ich meine. Ich wollte gerade sagen, da werden wir dann wahrscheinlich gleich kommen. Richtig. Dann schreibt der Manuel, harter Rape and Revenge Film kann man aber nicht so oft hintereinander schauen. Das stimmt, weil der halt einfach einen total fertig macht, ne? Wenn man den einmal gesehen hat, dann muss man erst ein paar Folgen, was weiß ich, im Loveboat gucken oder sowas. Ja, so, genau. Ja, oder einfach nur, ich habe früher, wenn mich nachts irgendwas, also wenn mich irgendwas fertig gemacht hat, da habe ich Teleshopping geguckt. Da konnte ich das Gehirn schön ausschalten. Teleshopping oder Bob Ross. Ja, genau, natürlich kenne ich Bob Ross, richtig. Ja. Das war noch besser. Da war man begeistert, ne, von dem, was er gezaubert hat. Wie er sich immer gefreut hat, wenn er den Pinsel ausgeworfen hat. Weißt du, wenn er gesagt, beat the devil out of it, ne? Ja, ach, großartig. Ja, das ist also auch absolut nachvollziehbar. Ist jetzt nichts,
was man ständig gucken muss. Kann man wirklich, ja. Also das ist wirklich so. Aber bei Teleshopping, da habe ich mich dann immer schön amüsiert über dieses: Oh mein Gott, Bill, guck mal, wie sauber. Oh Gott, du könntest aber auch Teleshopping machen. Ja, danke. Bewerbe ich mich. Die Sarah schreibt: Ich mag den Film. Man kann die Rache verstehen, mag aber allgemein auch das Genre. Tommy schreibt: Ganz gut, aber auch ziemlich hart und sehr hübsche junge Frau. Da habe ich ja gerade auch erwähnt, das hat er absolut recht. Gutes Abendprogramm zum Runterkommen, schreibt hier jemand. Fabien schreibt: Wer es unbedingt braucht, der kriegt genau das, was das Cover auch verspricht. Ja, eine gut aussehende Frau, ne? Ja. Dominik schreibt: Typischer zweiter Teil, einfach viel zu übertrieben. Ja, gut, da hat er natürlich recht, der Teil überzieht das Ganze natürlich. Und warum, wissen wir ja auch. Aber das sage ich auch gleich nochmal was dazu. Teilnehmerin Mimi schreibt: Der war mir zu anstrengend. Patrick schreibt: Noch mehr Rape and Revenge. Eine Tour de Force, die ich ungern ansehe. Ja, gut, geht mir eigentlich auch so. Einfach nicht mein Genre, harte Kost. Die Anne schreibt: Damals hab ich den Geschnickten gesehen, da war er unguckbar, habe dann die Uncut-Version in die Hände bekommen. Ich finde den ersten Teil deutlich besser, aber für das Genre ist der zweite Teil auch ein würdiger Vertreter. Oh, ich glaube, das passt es sehr, sehr gut zusammen. Wobei ich im ersten Moment dachte, okay, der ist geschnitten, ist der unguckbar und eigentlich Uncut, aber dann auch wieder. Ja, auf eine andere Weise dann, unguckbar, ne? Genau, auf eine andere Weise. Ich habe ihn mir mal angeguckt vor nicht allzu langer Zeit, habe ich ihn mir mal angemacht bei Prime, was natürlich völliger Quatsch ist, ne? Weil er logischerweise da ganz extrem geschnitten ist. Und ich weiß auch gar nicht, wie die da schneiden. Also wie sie denn entscheiden, was jetzt hier FSK 18 ist und was ist darüber hinaus. Alleine auf diese Idee zu kommen, etwas schneiden zu müssen, weil es Erwachsene nicht sehen dürfen. Das ist so ein Irrsinn, so ein Scheißdreck hier in diesem Land. Da werd ich wahnsinnig. Da kann man sich wirklich nur drüber aufregen, ne? Ja. So ein Müll, dass uns erwachsene Leute geschnittene Scheiße vorgesetzt wird. Ich kann es ja, nicht fassen. Ja, das ist eine Art der Bevormundung, die ich auch einfach nicht nachvollziehen kann. Jeder darf sich so verstören, wie er selber möchte. So. Aber was auch geschnitten wird, übrigens, ne? Ich habe mir die Schnittberichte angeguckt. Also manchmal ist es auch totaler Nonsens. Also nicht nachvollziehbar, ne? Nein, überhaupt nicht nachvollziehbar. Dann denke ich, warum haben sie das denn jetzt da rausgeschnitten? Ja, manche Szenen, da kommen wir mit Sicherheit nachher noch drauf zu sprechen. Ja, dass man die einkürzt, aber bei anderen Sachen in den Schnittberichten habe ich gedacht, okay, warum man das jetzt rausnehmen muss. Schwer zu glauben, vorstellbar, ne? Ja. Na gut, okay. Also ich würde sagen, kommen wir mal in die Handlung rein und dann schauen wir mal, was wir noch so zu sagen haben. Der Film beginnt ja mit unserer Hauptdarstellerin Katie in Manhattan, ist es, ne? In New York. Sie ist auf der Suche nach Modeljobs, die sie eigentlich, denke ich mir, sollte sie keine Probleme damit haben. Die junge Darstellerin Gemma Delander hat übrigens neben diesem Film auch dann kurz danach in einem Film mit Steven Seagal mitgemacht, wo ich eine köstliche, aber nicht ernst gemeinte Kritik auf Englisch gesehen habe auf YouTube. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese junge Frau es nötig hat, mit Steven Seagal einen Film zu drehen, in dem sie ihm natürlich aber auch völlig verfallen ist, ja. Also das ist so, also unglaublich. Es ist mein Ernst, ne? Ich mache keinen Spaß. Also das ist wirklich, sie wird hier wirklich als seine ehemalige Freundin dargestellt. Weißt du, sie ist aber, ist 1988 geboren, ne? Sie, und er ist mit Sicherheit, keine Ahnung, 55 oder so geboren, schätze ich. Alter Schwede, das glaubt doch keine Sau, oder? Nee. Ja, damit hat sie sich keinen Gefallen getan, einem Steven Seagal-Film mitzuspielen. Das ist, es gibt ja nichts, was es nicht gibt, ne? Das ist richtig, das ist richtig. So häufig ist sie danach, glaube ich, auch nicht mehr in Erscheinung getreten, nein, ne? Nein, wahrscheinlich, weil sie in einem Steven Seagal-Film mitgemacht hat. Das kann sein. Ich hab übrigens noch mal geschaut, also er ist sogar Jahrgang 52. Ich habe ihn sogar noch ein bisschen... Ja, und sie ist ja, glaube ich, von 88. Ne? Genau. Aber natürlich, guck mal, Steven Seagal ist ein Wahnsinnstyp. Ne? Jede junge Frau muss diesen Mann haben. Also es ist wirklich ein Witz. Die muss sich doch eigentlich gedacht haben, was tue ich hier? Ja, sogar, wahrscheinlich hat sie das auch gedacht. Wahrscheinlich hat sie sich sogar ein Set von Ice Bit on Your Grave zurückgewünscht. Ja, genau.
Naja, okay, jedenfalls ist es so, sie trifft sich ja da in diesem Diner, ne, mit einer Freundin, Kollegin, ich habe keine Ahnung, jedenfalls einen, die sich im Model-Business auskennt. Ne? Und sie guckt sich ja auch ihre Mappe an, sagt, das sind ganz tolle Bilder, aber die sind halt noch nicht professionell genug. Und um halt wirklich Fuß zu fassen, musst du erstmal neue Bilder haben. Du brauchst also erstmal wirklich professionelle Fotos, damit du es halt ins Model-Business schaffst, so um den Dreh. Ja, dass man sich dich erstmal anguckt, ne, so, und dich einlädt zu Shootings überhaupt erst, ne. Naja, und dann ist dann so, dass sie dann meint, ob sie Leute kennt. Ja, ich kenne da schon Leute, aber die sind halt echt nicht billig und das kostet halt echt richtig Geld und ist halt alles nicht so leicht. Okay, gut, dann geht sie raus und wie es der Zufall will, kaum geht sie raus, ist an so einem Pinnwand, an so einem schwarzen Brett neben der Tür nach draußen so eine Anzeige, wie man es früher gemacht hat, ne? Weißt du, mit der Telefonnummer draufgeschrieben, diese Schnippelchen gemacht. Weißt du eigentlich, dass das die Leute heute noch machen? Ich weiß, so bei Edeka und so. Verrückt, oder? Also das hat sich so nach Jahrzehnten noch eingebürgert. Das hat man ja logischerweise früh gemacht, weil man kein Handy mit hatte und weil man ja auch nicht immer was zu schreiben dabei hatte. Und deswegen hat man ja so Schnippelchen gemacht, wo man die Telefonnummer draufgeschrieben hat, die kann man abreißen konnte. Das ist doch ein Ding, das hat sich so eingebürgert, dass das die Leute heute noch tun. Ja, und ich lieb's. Die jungen Leute müssen sich doch denken, was soll das denn? Was heißt das? Was machen die da? Ja, genau, ja. Ich meine, man hat doch ein Handy mit, man kann doch die Nummer abtippen oder man könnte vielleicht sogar einen QR-Code nutzen, wo dann halt einfach die Nummer übertragen wird aufs Handy. Weil so ein QR-Code kann ja auch eine Telefonnummer sein, muss ja nicht immer eine Website ja, ja. sein. Ne? Aber das ist doch immer so. Ist so ein bisschen Nostalgie. Das ist wirklich Nostalgie. Naja gut, jedenfalls nimmt sie sich dann da so ein Zettelchen ab und geht nach Hause. Und als sie dann zu Hause ist, ja, sie wohnt ja in einem Mehrfamilienhaus, also Hochhaus natürlich, mit mehreren Wohnungen. Und da trifft sie dann diesen jungen Mann, das ist wohl ihr Nachbar, ne, von oben drüber oder unten drunter. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie er heißt. Hast du seinen Namen aufgeschrieben? Jason, das ist korrekt, ja. Das ist Jason. Und ich glaube, der ist auf der Suche nach einer Ratte oder einer Maus, sagt er, hätte er gerade gesehen. Und da kriegen wir ja gezeigt, dass Katie so ein bisschen ja, sich auskennt, wenn es darum geht, mit Sachen umgehen zu können. Also mit Bohrer, Draht, Zange und so. Und baut ja dann so eine Falle für die Ratte oder Maus dann wohl. Eben mal so einen auf MacGyver gemacht, ne? Genau, und im Deutschen sagt sie, ich weiß, wie man mit Gesindel umgeht. Gesindel. Interessantes Wort in dem Fall. Ja, vor allem interessantes Wort in dem Fall, wahrscheinlich einfach schon als Anspielung auf das Gesindel, was sie dann später. Ja, das ist richtig. Ich habe ihn jetzt ja zwar auf Englisch hier und weiß nicht genau, was sie da gesagt hat auf Englisch. Könnt ihr mir vorstellen, dass sie Vermin sagt, also Schädlinge. Ist ja, ne, das ist, aber ja, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber diese deutsche Übersetzung mit Gesindel, also ich würde im Lebtag nicht darauf kommen, eine Ratte Gesindel zu nennen. Ja, stimmt, das ist natürlich Quatsch, ja. Naja, okay, gut. Sie baut diese Falle und Jason ist ganz erstaunt über ihre Fingerfertigkeit, was es da jetzt angeht, eine Falle zu bauen. Und dann ist sie in ihrer Bude später. Und dann sitzt sie dort, hat ja dann diesen Zettel, ruft dann jetzt diesen Typen an, der da jetzt ja wohl Fotograf zu sein scheint. Ja, sagt sie, hallo, ich habe ihren Zettel gesehen, sie suchen Models und dann meint er, wo kommst du her? Und dann New York oder Manhattan, glaube ich, so direkt, ne? Ja, und dann schicke Foto und dann legt er direkt auf, ne? Ich suche, ist das das Gespräch, oder? Das ist das Gespräch, ja. Ja, ist auch nett, ne? Ja, es lädt jetzt auch dazu ein, dass man sagt, ach ja, also dir schicke ich sofort gerne ein Foto und noch lieber komme ich vorbei. Ja, genau, ne? Also müsste man doch eigentlich sagen, fuck you, in dem Moment, wo er einfach auflegt. Das muss man sich mal vorstellen. Also, ja, ist so, eigentlich wäre der Film da zu Ende. Ja. Eigentlich wäre der da zu Ende. Richtig, da müsste man eigentlich den Endspann anschneiden. Ja, genau. Nee, natürlich geht sie nicht hin nach dem Telefonat. Richtig, also er ist ja schon am Telefon sehr suspekt und naja. Aber gut, jedenfalls es ist halt so, dass er dann halt das dann tut. Sie schießt ein Bild, schickt ihm das und dann kommt als Antwort direkt die Adresse. Ja. Ne? Wo man sich halt auch denkt, okay, weißt du, angenommen, sie wäre jetzt hässlich, dann wär gar keine Antwort mehr gekommen oder wie. Also sie suchen ja gezielt nach hübschen Frauen, ne? Ja. Darum geht es ihnen ja hier. Ich schätze mal auch nach welchen, die man ansonsten gut weitergeben kann. Richtig, genau, genau. Na gut, aber man muss ja aber auch sagen, sie wollen ihr ja eigentlich hier noch nichts Böses, oder? Weil es ist ja so, dass sie nachher geht, also kommen wir gleich zu, und sie ja dadurch
abgehakt ist. Also was, worum geht es Ihnen denn eigentlich hier? Was ist denn, hast du das irgendwie nochmal drüber nachgedacht oder geht es Ihnen wirklich nur darum, ein paar nackig Fotos zu machen, die man dann irgendwie vielleicht verkaufen kann? Also sieht sie es genau richtig, dass es Ihnen darum geht? Hätte ich jetzt gesagt, ja. Ich denke auch, ja. Ich denke, es geht Ihnen darum, ja. Ich hätte gedacht, wollen die Fotos quasi abziehen. Also vielleicht hätte sie ja auch noch welche bekommen von dem Bearbeiteten, mag ja sein. Vielleicht soll es auch einfach nur ein zwielichtiger Schmuddelfotograf sein, der generell gar nichts Böses macht. Aber ich hätte jetzt auch gesagt, die machen da Fotos und entweder die finden die selber so gut, dass sie gar nichts anderes brauchen oder die verkaufen die. Aber jetzt nichts Schlimmeres. Genau, so genau. Also ich denke mir, ich meine, wir wissen ja auch, dass sie in Bulgarien ja na, eigentlich ihren, also da kommen sie ja her, ne, ist ja Bulgarien, ne? Und ja. Dass sie vielleicht sagen, sie versuchen an geile Fotos zu kommen. Die Mädels kriegen zwar die Bilder, die wollen sie auch haben, aber sie geben die natürlich dann weiter und wollen die wahrscheinlich dann für Geld verkaufen. Und in Bulgarien, das merkt ja dann auch kein Mensch, ne, wenn sie die übers Internet hinschicken. Also ist das wahrscheinlich eher so ihre Masche. Das, was ja jetzt alles passiert nachher, ist ja nur aufgrund von Georgie passiert. Und da kommen wir natürlich jetzt aber gleich dazu. Genau. Sie kommt hier in dieses, ja, das ist ja eigentlich nur eine uralte, hässliche Halle mit so einer weißen Leinwand aufgebaut und geht dann rein und dann guckt sie sich, sieht sie ja auch, dass ja dann der Ivan schon da am Fotografieren ist, eine andere junge Frau, und dann taucht Georgie auf einmal hinter ihr auf und sagt ja dann auch Hallo, und dann sagt er Hallo, ich bin Katie, ich habe einen Termin, und dann meint er, oh, das ist ja toll und schön, dass du da bist, Katie. Und ja, diesen Schauspieler, der hier Georgie spielt, Javor Bacharov, den habe ich angeschrieben auf Instagram übrigens. Ach. Ja, ich habe ihn gefunden, habe ihn angeschrieben, habe ihm gesagt, dass ich über den Film sprechen werde. Ich habe natürlich auch versucht, sie zu erreichen, aber das war unmöglich. Aber bei ihm habe ich tatsächlich seinen privaten Account gefunden. Der wird auch nicht in den USA leben. Der wird wohl, ich schätze jetzt einfach mal Bulgarien, wird er jetzt wohl seinen festen Wohnsitz haben. Ich habe ihn halt gefragt, ob er Lust hat auf ein Interview, natürlich englischsprachiges, zu den Dreharbeiten des Films. Er hat hier eine große Rolle und es wäre halt bestimmt interessant, mal zu wissen, wie die einige Sachen gedreht haben, wie sie sich darauf vorbereitet haben. Er hat bis zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht geantwortet. Ich konnte aber sehen, dass er die Nachricht gelesen hat. Wäre natürlich interessant, ne? Das wäre super interessant. Ja, die Dreharbeiten, da habe ich mir tatsächlich auch beim Gucken relativ viele Gedanken drüber gemacht. Die müssen ja vor allen Dingen für die Schauspielerin von Katie sehr krass gewesen sein. Ja, mehr als herausfordernd gewesen sein. Also, das ist wahr. Von daher super spannend. Halt uns auf dem Laufenden an, ja, wenn du was hörst. Ja, wenn er, ich weiß halt nicht, ob er sich meldet, vielleicht will er auch damit nichts zu tun haben mehr, keine Ahnung, aber jedenfalls, vielleicht kommt da ja noch was. Naja, jedenfalls ist es so, dass das doch dann darum geht, was soll sie denn für ein Outfit anziehen, und dann gibt es ja, wie gesagt, den Ivan. Übrigens ist Ivan ebenfalls ein britischer Schauspieler, ne? Also er mimt hier den Akzent nur, den Dialekt. Also Georgie und auch Nikolai sind beide wirklich stämmig von, zumindest osteuropäisch, ne, Bulgarien, Rumänien, was auch immer. Aber Ivan ist tatsächlich nur ein Brite. Der ist in London geboren. Der ist nur ein Brite, finde ich auch schön. Nur ein, ja. Brite, ja, schön gesagt, ja. Also der heißt Joe Absalom oder Absalom, kann man auch immer wie auch immer ausgesprochen, aber er ist wie Katie-Darstellerin in London geboren. Ja, man kann ja sagen, Georgie ist auf jeden Fall in der Sekunde auch, eigentlich, er sieht sie und da ist er ja schon schockverliebt, ne? So ist es, ganz genau. Und währenddessen pennt Nikolai in irgendeinem Rausch noch auf so einer Truhe. Ja, richtig. Der ist eigentlich nur so weggetreten die ganze Zeit. Das fand ich ein bisschen komisch. Warum konnten sie mit seiner Figur nichts anderes machen, als einfach nur da so faul auf dieser Truhe zu liegen? Ja, der ist ja auch völlig desinteressiert. Der interessiert sich für Katie ja überhaupt nicht, obwohl sie eine Augenweide ist. Und Georgie sieht sie, du hast es gerade gesagt, und der ist halt einfach sofort geblendet von ihr. Und dann findet er sie schon hübsch, aber es nimmt ja dann noch Überhand in der nächsten Szene, weil sie entscheiden sich ja dann, was sie anziehen soll. Sie hat ja Outfits mit, ja, das Kleid wäre doch schön. Und dann kommt sie ja dann mit diesem Kleid um die Ecke, geht auf Georgie zu und sagt, kannst du mir helfen, den Reißverschluss hinzumachen? Und das ist natürlich der Moment, wo er, ja, wie du es gerade so schön gesagt hast, völlig umgeworfen ist von ihr, ne? Genau.
Ja, und dann haben wir ja dann die nächste Szene, dann sind wir beim Shooting, dann Georgie ist dafür da, halt dann so ein bisschen mit dem Reflektor zu stehen und Wind zu machen. Und es gibt halt wirklich so ein paar recht schöne Fotos mit Sicherheit von ihr. Die sieht man ja auch später dann hinterher und die sind wirklich so schön. Also die ist auch sowas von unfassbar fotogen noch dazu. Also nicht nur telegen, sondern auch fotogen. Die sieht einfach super aus. Also und die Fotos sind auch. Richtig, richtig. Naja, und dann meint Ivan doch aber irgendwann so, ja, irgendwas passt hier nicht so richtig. Und dann meint sie, ja, warum nicht? Und dann meint er zu Georgie, gib mir mal das andere Objektiv. Ja, wir müssen irgendwas anderes machen. Vielleicht ein bisschen mehr, mach doch mal die Schultern frei. Ne? Und dann meint sie, dieses Kleid geht nicht schulterfrei. Das ist entweder angezogen oder ausgezogen. Ne? Ich glaube, so ist der Text. Aber mehr, irgendwas dazwischen geht nicht. Ja, das fand ich doch ganz gut. Das war ganz lustiger Spruch, ne? Ja. Ja, und dann meint er, ja, aber dann vielleicht ein anderes Outfit, so ein bisschen mehr Haut, einfach so. Weißt du, was ich meine? Und dann sagt sie so, nein, ich weiß nicht, was du meinst. Naja, aber es wird doch bestimmt besser. Ich glaube, so um den Dreh, du kriegst doch bestimmt bessere Jobangebote, wenn du ein bisschen mehr Haut zeigst. Und dann schaltet sie natürlich, ne? Und dann sagt sie ja auch, also ich werde nicht hier freizügige Fotos von euch machen lassen, die ihr dann im Internet verkaufen könnt. Ja. Ja? Dann haben wir echt ein Missverständnis hier gehabt und das kommt auf jeden Fall nicht vor. Ne? Und dann sagt ja Ivan dann ja schon nichts dazu. Sagt sie ja dann so, also im Englischen, I'm out of here. So richtig, aber so richtig so, ich bin dann weg. Also sie hat natürlich dann auch so ein bisschen hochnäsig, wie sie denn so ist. Ne? So, also sie lässt ihn halt echt so stehen. Aber sie hat ja auch recht, natürlich. Ne? Ja, sie hat recht. Und ich meine, man muss sich das mal überlegen. Man ist irgendwo, es kommt einem schon komisch vor. Und auch als Frau, sie wird ja schon 5-mal ihre Intuition und ihr Bauchgefühl ignoriert haben. Das richtig. Bei diesem Anruf hat sie es wahrscheinlich das erste Mal ignoriert. Dass sie dachte, was ist das? Ja, dann schickt ein Foto, auch schon komisch. Macht sie trotzdem. Dann geht sie in dieses Studio irgendwie da runter. Das sieht alles abgefragt aus. Bauchgefühl wieder ignoriert. Ja. Dann kommt sie da rein und natürlich fotografiert er da eine Frau in Dessous. Okay, immer noch ignoriert. Ach, war die in Dessous? Tatsächlich? Die war in Dessous. Ah, das hab ich nicht mitbekommen. Die erste Dame, die fotografiert wurde, die hatte Dessous an. Ach ja, okay. Und auch da bleibt sie ja noch. Und ich meine, im Endeffekt ist sie irgendwo, wo jetzt nicht 1000 Leute gerade vorbeilaufen, irgendwo unten in so einem abgewrackten Kellerstudio. Ja. Und da sind 3 erwachsene Männer, die sie offensichtlich bedrängen und dazu bringen wollen, also zumindest Ivan, sich auszuziehen. Ja. Ne? Ja. Also da mal eben so cool zu sagen, ich mache es nicht, gelingt mit Sicherheit auch einfach nicht jedem. Das ist richtig, absolut, ja. Absolut verständlicherweise. Ne? Und da kriegt sie dann ja wirklich noch die Kurve. Aber man muss sich das wirklich mal vorstellen, man fühlt sich unwohl und man muss sich da jetzt für sich selber irgendwie gegen diese Männer positionieren, die gerade etwas von einem wollen, was man nicht will. Das ist schon eine scheiß Situation. Richtig, aber die kriegt sie halt gut geregelt, ne? Also sie sagt ja eindeutig, was Sache ist, sagt ja dann auch, ich bin weg, ne? Und geht. Und sie hat ja vorher sogar noch einen Vertrag unterschrieben, das sehen wir nicht, aber er sagt ja zu ihr, dass sie bitte dieses so Release-Form unterschreiben soll, also sagt er auf Englisch, sie macht hier ja ein sogenanntes TFP-Shooting, ich habe ja auch mal fotografiert, das bedeutet also, dass der Fotograf kann halt mit den Bildern werben von dem Model, also hier, die Bilder habe ich gemacht und sie wiederum kriegt die Bilder auch gratis für sich zur Benutzung und keiner verlangt Geld von dem anderen, ne? Mhm. Und ich muss auch sagen, dass der Ivan-Darsteller wirklich mit der Kamera umgehen kann. Also ich habe mal so beobachtet, wie er sie hält. Ich habe mal bei einem Film, das ist unfassbar, von Aktenzeichen XY, da wissen wir ja alle, die das kennen, dass das nicht Weltschauspieler sind, die das darstellen. Aber da gab es mal so eine Szene, wo sie meinte, entschuldigen Sie, könnten Sie ein Bild von mir an dem Turm machen? Und dann meinte er, natürlich, mache ich. Und dann siehst du, wie er das Bild macht und allen Ernstes hat er die gesamte Handfläche vor dem Kameraobjektiv vom Handy. Und sagt aber doch, das ist aber schön geworden. Und ich dachte mir, ist das niemandem aufgefallen? Hat nicht einmal der Schauspieler das gemerkt? Ich meine, dass er kein echtes Bild machen musste, okay, aber sei doch klug genug, nicht die Kamera zu verdecken. Kannst du dir sowas Dilettantisches vorstellen? Das ist auch egal. Wahrscheinlich haben sie es hinterher gesehen und gedacht, bevor wir das jetzt nochmal neu drehen. Ja, wahrscheinlich. Lassen, aber was es ist.
Ja, ich meine, die stellen ja halt nur in dem Fall auch Verbrechen nach und ich gucke das immer auch, weil ich das halt einfach interessant finde, wie sie da die Leute kriegen und das ist auch, finde ich, wichtig, das zu gucken, ne, damit halt Verbrechen aufgeklärt werden, aber was sie sich da teilweise für Leute holen, um die Fälle nachzustellen, das ist wirklich in der alleruntersten Schublade, wo sie nach Leuten suchen. Ja, manchmal ist das schon wirklich schwierig. Okay, naja, jedenfalls ist es halt so, sie geht raus und setzt sich hin und worauf ich auch eigentlich hinaus wollte, ist, dass sie natürlich trotzdem das Recht hat, diese Bilder jetzt zu haben. Ne, auch wenn sie jetzt geht, sie kann sagen, ich hätte gern die Fotos, die jetzt geschossen wurden, oder sie möchte gern den Vertrag und ihr dürft meine Bilder nicht nutzen. Ne? Müsste sie ja eigentlich sagen, dass sie jetzt ihre Bilder haben, aber sie keine, ist halt eigentlich sehr ungerecht. Ja. Ne? Und sie hat ja das Ding, wie gesagt, ja unterschrieben. Naja gut, sie kommt ja nach Hause und setzt sich hin und muss über die Situation sogar kichern. Finde ich ganz ehrlich erstaunlich. Ich hätte eher, ich wäre eher sehr pissig über diese Situation. Gelacht hätte ich nicht. Auf gar keinen Fall. Naja, gut, sie kommt in einer späteren Szene vom Joggen, wie es aussieht, ne, ist in ihrer Wohnung, trinkt was und als sie dann eigentlich, ich weiß nicht genau, ob es klopft, aber sie will dann wieder rausgehen, vielleicht klopft es auch, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, jedenfalls macht sie die Wohnungstür wieder auf und plötzlich steht Georgie da. Und das erschreckt sie natürlich im ersten Moment. Wo zum Teufel kommt der denn her? Und dann meint er dann zu ihr, hallo, Miss Katie nennt er sie ja immer. Und ja, sagt, ich habe Ihnen Ihre Bilder hier gebracht. Und, die, ne, und dann meint sie, danke, aber die will ich nicht. Ich glaube, die lehnt sie ja sogar ab. Und dann meint er, doch, nimm sie doch. Also ich habe auch die Festplatte, die Bilder gelöscht, also für deine Privatsphäre. Und nimm hier ruhig und ich schenke sie dir. Und dann meint sie, ja, vielen Dank und nimmt den USB-Stick ja dann auch an. Und dann kommt der Moment, von dem du gerade gesprochen hast, dass sie so durch die Bilder geht und da sind halt schon recht süße Fotos bei von ihr, ne? Ja, voll, aber auch da an der Tür, das muss man sich, ja, er bringt die Bilder, um ihren Gefallen zu tun. Sie wollte diesen Gefallen aber nicht, also sie wollte es nicht und dann wird sie in so eine Position gedrängt und da kannst du als Frau auch nur verlieren. Wenn du sagst, sag mal, hast du ein Rad ab, verzieh dich, du bist ja in meiner Wohnung, ich will dich nicht sehen, dann ist man unhöflich, ja, und undankbar. Wenn man sagt, oh, wie nett, danke, dann macht man falsche Hoffnung. Also da kann sie in der Situation nur verlieren, obwohl sie nichts gemacht hat, nichts falsch gemacht hat und trotzdem kann sie nur verlieren. Ja, in dem Sinne war sie jetzt ja praktisch irgendwie beides, ne? Auch wenn sie es nicht gesagt hat, ne? Sie hat jetzt nicht gesagt, verpiss dich, du Penner, aber auch nicht gesagt, wie du gerade vorgemacht hast, so überschwänglich. Sie hat halt gemeint, okay, vielen Dank, hat sie ja erst nicht haben wollen und jetzt muss ich los, so um den Dreh, ne? Also, okay, naja, und dann ging er dann ja auch dann. Aber wir sehen ja in der nächsten Szene, dass er ja, weiß Gott, irgendwo sitzt und durch ihre Bilder klickt mit großen Augen. Ja, und man natürlich hier merkt, dass er voll, also praktisch heiß auf sie ist. Also er ist halt völlig vernarrt in sie, kann man sagen, jetzt schon, ne? Genau, absolut obsessiv irgendwie. Richtig, ja. Wir haben ja dann eine Szene zu ihr zurück. Es ist jetzt später Abend und sie möchte sich hinlegen, will aber noch einen Müllbeutel rausbringen. Und als sie dann rausgeht, präpariert sie das Schloss so, dass die Tür nicht zufallen kann. Ne? Also die haben ja in den USA nur dieses Drehschloss. Das ist für uns ja unvorstellbar. Ich meine, wir machen den Schlüssel rein, drehen den 8-mal rum. Die Bolzen kommen auf oben und mittig und unten raus, also bei Haustüren zumindest. Dann können wir auch noch eine Kette vorlegen und die haben hier einfach nur, gut, okay, die Kette haben sie auch noch, ja, aber die haben einfach nur dieses Schlossteil, was sie da drehen können. Selbst bei den Haustüren ist das, also ist doch lächerlich, oder? Ja, und ganz oft schließen die Haustüren ja nicht mal ab. Also in vielen Teilen ist es auch gang und gäbe, es nicht abzuschließen. Und ich habe auch das Gefühl, die Kette sorgt eigentlich immer nur dafür, dass die Tür im Notfall nicht schnell genug aufgeht, gefühlt. In jedem Horrorfilm scheitern sie dann daran, dass die Kette noch drin hängt. Ja, stimmt, so ist es. Naja gut, okay, also sie bringt den Müllbeutel weg, geht dann wieder zurück. Hier ist natürlich jetzt klar, dass er wahrscheinlich in die Wohnung gekommen ist in dem Moment, aber nur von wo? Ihre Wohnung ist in einer Sackgasse. Er musste ja aus einer anderen Wohnung herausgekommen sein, um bei ihr jetzt reinzuschleichen, sonst hätte er an ihr vorbeigemusst, wenn du dir mal anguckst, wo sie wohnt. Also es funktioniert halt irgendwie nicht, aber gut, das müssen wir halt jetzt einfach so hinnehmen, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist so einer der Momente des Films, wo man denkt, okay, was zur Hölle, wie soll das funktionieren? Also es kommen ja gleich noch mehr, wie soll das funktionieren, Momente. Richtig, ja, viele, ja.
Ja, aber da gucken wir drüber hinweg. Ja, genau. Naja, gut. Jedenfalls ist es so, dass sie sich ja dann hinlegt und in der Nacht wird sie plötzlich wach von wahrscheinlich Blitzlichtern, ne? Und auch so leichte Auslösegeräusche hört man von dem Handy halt, ne? Und dann guckt sie halt in Richtung Fußende und dann sitzt Georgie einfach so da und macht Fotos von ihr, während sie schläft. Sie schreckt natürlich hoch, macht das Licht an und springt aus dem Bett. Und er sagt dann, hello Miss Katie, please sit, let's talk, let's have a talk. Also meint sie ja dann so, raus hier, und ich schreie in 5 Minuten, das glaubst du nicht. Hätte sie es mal direkt gemacht, direkt geschrien. Ja. Ne? Aber ich meine, was erwartet dieser Penner? Was erwartet dieser absolute Wahnsinnige? Er weiß doch, dass er bei ihr einbricht und dass sie jetzt nicht sagt, ey, schön, dass du da bist, lass uns unterhalten im Moment. Ne? Weißt du, ganz ehrlich, der ist doch völlig gestört. Als wäre es das Normalste der Welt. Also so ja. Nach dem Motto, was hast du denn? Ich will doch nur mit dir reden. Ich will doch nur mit dir reden, ja. Und du willst Freund sein. Ne? Ja. Also wirklich. Ein absolut wahnsinniger Typ, dieser Kerl. Sie hat ja dann aber so ein Elektro-Gun, ne, in tatsächlich genau passend parat, also vielleicht genau für solche Fälle. Und leider ist es aber nicht so, dass das Ding sondern nicht viel bringt, weil er kriegt zwar einen Stromschlag und fällt zu Boden, aber ist direkt danach dann doch wieder, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht ist es halt einfach auch nur Film, ne? Aber er ist halt dann doch schnell wieder auf den Beinen. Und dann will sie ja logischerweise fliehen und er rennt ihr hinterher, schnappt sie, hält ihr den Mund zu und dann gibt es dann einen Kampf und er wrestelt sie zu Boden und dann nimmt er, der Wichser, man kann es ja nicht anders sagen, ja ihren Kopf und haut ihren Hinterkopf ja wirklich mehrfach zu Boden, tut sie damit ja fast ausnocken. Ja, und das ist wirklich für mich hier schwer ertragbar. Ich sag's dir ganz echt, auch als Kerl habe ich hier meine Probleme, das zu gucken, weil ihr Leid hier schon weit über das Ertragbare hinausgeht in einem Film. Ich sag so, wie es ist. Für mich zumindest. Ja, absolut. Stimme ich dir 100%ig zu. Also auch so diese rohe Gewalt, mit der er vorgeht, wie er den Kopf von ihr einfach auf diesen Boden schlägt. Ja. Und man einfach schon die ganze Zeit weiß, sie ist absolut, sie hat keine Chance. Und sie kämpft ja wirklich und sie versucht. Man denkt die ganze Zeit, okay, sie hat keine Chance. Also es ist echt. Die Szene ist übrigens auch geschnitten in der anderen Version. Also logisch. Also hier kommst du wahrscheinlich kaum gucken. Ist ganz extrem geschnitten. Also ist jetzt nichts in der Szene, das wir nicht schon woanders gesehen haben und wo man sagen muss, oh, das muss raus. Das muss raus, das darf man auch Volljährigen nicht zeigen. Das ist völliger Irrsinn. Aber natürlich ist sie durchgehend hart. Wir wissen ja auch alle, dass die Zensur extrem auf die Barrikaden geht, wenn es um Vergewaltigung geht, natürlich. Ja. Ne? Das ist ja auch verständlich. Sie ist ja am Schreien, ne? Und es geht ja auch, ein Riesentumult ist ja auch oben. Es fallen ja auch Möbel um, bis er sie ja dann so ausnockt. Und dann haben wir ja kurz dann ihren Freund Jason, ne? Der ist ja genau. In seinem Bett und hört diesen Tumult in ihrer Wohnung und guckt an die Decke. Wahrscheinlich wohnt er unter ihr. So habe ich es zumindest verstanden. Ich habe es auch so verstanden, dass er unter ihr wohnt und durch den Tumult oder die Lautstärke, da wird halt aufmerksam und reagiert dann ja auch sofort. Ne? Wunderbar sogar. Er ignoriert das nicht. Also er macht sich Sorgen und will natürlich schauen. So, und oben ist ja dann Georgie jetzt dabei, ihr erstmal einen Knebel zu geben. Also er drückt ihr einen Lappen in den Mund oder ein Tuch und dann fesselt er sie auch an den Händen und auch an den Beinen. Und dann, weißt du, guckt er sie so an mit so einem irren Blick und denkt so, sie ist jetzt fällig, ja. Und dann will er sich ja die Hose aufmachen und in dem Moment klopft aber Jason an der Tür. Ne? Und sagt er dann, Katie, ist alles in Ordnung, ist alles okay. Und erst kriegt natürlich einen Schreck, ne, und sagt ja auch kein Wort. Und dann kommt Jason aber rein, also die Tür ist auch nicht abgeschlossen mehr, er kann einfach reinkommen. Und dann sieht er sie natürlich gefesselt da am Boden liegen. Und er denkt sich dann auch, oh Gott, was ist denn mit dir los? Und der blöde Hund steht aber um die Ecke, Jason kann ihn nicht sehen. Und wortlos rammt er ihm ja mehrfach Messer in den Bauch, ne, also in die Niere wahrscheinlich auch, immer wieder rein. Jason bricht zusammen, er fällt zu Boden und guckt aber noch zu, wie er sich jetzt an Katie vergeht. Überleg mal, wie krass. Also sie muss ihn in die Augen gucken, in die sterbenden Augen schauen und er gleichzeitig, während er stirbt, guckt er zu, wie dieser Hurensohn sie jetzt vergewaltigt. Ne?
Oh ja, das ist auch wirklich, das ist so eine Szene. Was stimmt mit ihm nicht? Was ist das? Ach, darf man Wichser sagen? Ja, Bestimmt. natürlich, ist ja mein Lieblingswort hier. Was ist das für ein Wichser? Und man hat auch das Gefühl, er tötet ihn einfach, weil er gerade stört. Also es ist auch so eine Banalität. Also er stört ihn gerade und er zögert ja auch wirklich keine Sekunde und er liegt da sterbend und muss Katie zugucken. Und da muss man halt sagen, also es ist von ihr auch einfach echt sehr, sehr überzeugend gespielt, ne? Ja, ich frage mich ganz ehrlich, wie sie, ich meine, na klar, die Situation gibt es ja auch, ne? Also, Ja. wenn du jetzt, weißt du, es ist ja klar, er spielt ja jetzt halt auch hier den Vergewaltiger und er ist jetzt hier auf sie drauf, weißt du? Er spielt das ja auch, also kann sie natürlich leichter auch zurückspielen, ne? In dem Fall, ne? Ist ja ganz klar. Es ist für beide Seiten mit Sicherheit nicht schön gewesen, das zu drehen. Erst recht nicht für ihn. Also würde ich alles drauf verwetten, ist keine schöne Szene. Also es ist ja auch so, dass es auch Vollbild gezeigt wird. Ne? Also wir Ja. sehen die Totale. Wir sehen also echt, dass er reißt ihr das Höschen weg, dann macht er sich die Hose runter und dann rotzt er sich in die Hand, ne? Gibt ja diesen Ja, kurzen das ist Moment. ja. Ja, das ist auch ekelhaft. Und dann siehst du ja halt einfach, wie er dann loslegt und du siehst, wie er stößt und du siehst es, wie gesagt, komplett. Es ist nicht nur, dass wir ihre Oberkörper sehen und die in Wirklichkeit angezogen sind, weißt du, so um den Dreh, ne? Ist, wie es ja eigentlich wäre. Aber wir sehen ja hier auch seinen nackten Arsch, müssen wir sehen. Das ist halt alles schon sehr hart und sehr stark und also stark an der Grenze, ne? Oder stark über der Grenze. Ist schon heftig. Daneben liegt noch sterbend Jason, also. Genau. Also ist das schon hart zu ertragen. Na gut, und dann, als er dann fertig ist und von ihr runterrutscht, dann geht er ja an die Seite, an die Küche und dann geht er ans Handy, ruft er dann seinen Bruder an, ne, und sagt er dann, I screwed up, I fucked up, I fucked up. Und merkt halt auch, dass er streng genommen natürlich jetzt schon weiß, dass er Scheiße gebaut hat. Und dann haben wir einen Szenenwechsel und dann kommen ja jetzt die beiden Arschlöcher dazu, also Ivan und Nikolai. Und dann gucken sie da hin und sagen dann ja auch, oh, Georgie. Ne, was stimmt mit dir nicht? Der Kleine, hat er wieder Scheiße gebaut. Hat er mal Scheiße gebaut, ja. Eine Familie von Missgeburten, wirklich, das ist Ja, so, schön gesagt. wenn das nur ein Oh Georgie erstmal hervorruft. Also es ist halt so, dass sie jetzt streng genommen muss man da vielleicht halt einem Auge zudrücken, weil dass sie jetzt, ich meine, natürlich haben sie, wäre das Richtige zu sagen, wir rufen die Cops und du bist ja nicht ganz klar, du Wichser. Ich meine, es ist ja nicht nur das, was sie mit der Frau gemacht, was er mit der Frau gemacht hat, da liegt ja auch ein toter Mann noch in der Bude, Richtig, ne? Also richtig. ja, da hat er natürlich in den Knast zu kommen, aber dass jetzt seine Brüder, und es wird ja jetzt erstmal dargestellt, wie seine Brüder beide, ne, dass sie jetzt erstmal sagen, wir helfen dir, ist halt auch nachvollziehbar, ne, im ersten Moment, ne? Das, weil sie jetzt auch nicht wollen, dass er jetzt Stress kriegt, ne? Genau, also das kann ich, in dem Punkt kann ich nachvollziehen, ne? Also nicht oder verstehen. Verstehen, nicht Aber wie nachvollziehbar, sie verstehen vielleicht. genau verstehen. Aber so wie sie es machen, so, ja, okay, dann ist das jetzt so. Dann müssen wir da jetzt halt aufräumen. Ah, okay. Genau. Gut. Also Ivan sucht ja dann nach Plastikhandschuhen. Die sollen sie sich über die Hände ziehen. Er soll alles abwischen, was er eventuell angefasst hat. Dann geht ja dann Ivan dann ja auch zu Katie, bückt sich zu ihr runter und dann hat er ja irgendeine Droge mit. Und dann soll sie die ja dann in den Mund nehmen. Und das will sie, weigert sie sich ja aber. Und dann meint er, mach keinen Stress. Du nimmst das jetzt in den Mund. Und das Messer, was Georgie mit hatte, da kommen dann noch irgendwie ihre Fingerabdrücke drauf, damit es dann so aussieht, als hätte sie ihn umgebracht, was natürlich keine Sau glaubt. Ne? Naja, und dann kommt dieser Moment, dass er ihr dann halt, wie gesagt, diese Droge verabreicht und da hat sie ja gar keine Chance. Ne? Sie muss es halt nehmen und das sorgt halt dafür, dass sie recht schnell dann ja auch bewusstlos wird. Ne? Ja, also Ketamin gibt er ihr, glaube ich. Was genau ist das? Ketamin ist eigentlich ein Pferdebetäubungsmittel. Tritt, wenn man es oral nehmen würde, nach ungefähr 5 bis 20 Minuten überhaupt tritt erst die Wirkung ein und es hält maximal 90 Minuten. Also Ah. wie die dann bis nach Bulgarien gekriegt haben mit dem Ketamin, das ist mir noch ein bisschen ein Rätsel, wie sie überhaupt hingekriegt haben und damit Ketamin, keine Ahnung, auf jeden Fall genau verabreicht er ihr die Dröhnung Ketamin und setzt sie dann erstmal recht.
So ist es. Sie wird dann bewusstlos und fällt dann weg. Wir haben zwar einen kurzen Moment, dass sie in der Kiste ist, was sie manchmal so mitbekommt, aber hat, ist dann aber auch immer direkt wieder weg. Ne? Das sehen wir so kurz. Und natürlich ist hier, ich meine, wir erfahren das eigentlich ja später im Film, aber wir wissen das ja alle, es ist natürlich völliger Quatsch, dass sie sie nach Bulgarien gebracht haben. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht gerade um die Ecke bei von Manhattan aus gesehen. Wie hat das denn bitte schön als Gepäckstück, logischerweise, funktioniert? Und in der Kiste. In so. Der Kiste, also als Gepäckstück. Wie denn bitte schön? Keine Ahnung, keine Ahnung. Das ist auch so der größte, wo ich mich gefragt habe, war denen das einfach scheißegal? Ja, muss denen scheißegal gewesen sein. Ja, es wird ja nicht mal versucht, das zu erklären auch. Genau, oder? Es wird überhaupt nicht versucht. Sie wacht einfach in Sofia auf und man ist so, okay, ihr wart in New York. Ihr wart in New York, das sind irgendwie 9 Stunden Flug mit Zwischenstopps. Wie? Wie soll das funktioniert haben? Ja, wahrscheinlich über den Seeweg. Aber auch das dauert ein bisschen länger. Genau. Tagelang. Und die sitzen dann auf der Kiste während der Zeit. Also keine Ahnung. Ja, genau, damit keiner reinguckt. Genau, damit keiner reingucken kann und machen das in verschiedenen Schichten. Also das ist wirklich einfach absurd. Keine Ahnung, warum es unbedingt dann Bulgarien sein musste. Ja, gut, das ist der gleiche Grund, warum sie halt auch Hostel in die Slowakei gesetzt haben. Weißt du, weil halt einfach irgendwie ganz gerne die Länder in Osteuropa als Asylländer dargestellt werden. Kann man eigentlich, glaube ich, ja, so aber da waren sie ja wenigstens da schon. Oder da war es ja wenigstens nachvollziehbar, wie die da hingekommen sind. Da haben die sich ja wenigstens noch einen Grund ausgedacht. Ja, richtig. Da sind sie ja selber hingereist, ja. Ist und jetzt war es einfach so scheißegal. Ja, ist egal. Nimmt es einfach so hin. Es ist natürlich als Schock für uns so gedacht, ne? Damit wir später, wenn sie fliehen kann, sie halt lange, lange noch nicht in Sicherheit ist. Und ja. Es ist halt wirklich einfach ganz fies, was jetzt kommt, weil sie ist jetzt das erste Mal wieder bei Bewusstsein und wir haben den Nikolai, er ist auf ihr zugange, also er vergewaltigt sie gerade und es ist so, dass sie da jetzt wach wird und versucht sich auch zu wehren und er, ja, so um den Dreh, macht ihr keinen Stress und hör auf, hier so ein Theater zu machen, auch ganz, ganz mies, ganz furchtbar. Dann kommt ja dann aber irgendwann Georgie dazu und der will das ja nicht. Der sagt, lass Miss Katie in Ruhe und die arme Miss Katie und was hat er also quasi, ja. Was ein Wichser, ne? Also wegen der ganzen Situation sind sie hier, blöder Wichser. Man denkt echt die ganze Zeit, du blöder Wichser, tu doch nicht so. Meine arme Miss Katie, ja, die wird in Ruhe und Frieden in ihrem Apartment leben, wenn du nicht wärst. Ja, richtig, also, genau. Naja, und dann spricht ja dann Nikolai irgendwas zu ihr, da bin ich mir nicht ganz sicher was, aber Georgie geht so ein bisschen zur Seite und dann sagt sie ja dann, dass sie Durst hat. Ja, sie hat jetzt auch ja wohl seit Tagen eher nichts getrunken, also er wird ja absolut einen trockenen Hals haben und er möchte gerne was trinken und dann sagt er, ja, ich habe was zu trinken für dich. Das ist auch eine Szene, die sie geschnitten haben in der 18er Version, weil er dann doch tatsächlich meint, es wäre eine schöne Idee, auf sie zu pissen, ja, also ich sag so, wie es ist, ist natürlich auch, ich meine, man muss hier ehrlich sagen, weißt du, der Autor ist ja auch gleichzeitig der Regisseur hier, er tut natürlich alles, diese drei so extrem zu überzeichnen, als asoziale Drecksäue, dass man sie natürlich halt noch umso mehr hassen muss, damit alles, was nachher passiert, gerechtfertigt wird, aber ich glaube, dass es solche Menschen, wie hier dargestellt werden, nicht gibt. Boah, doch, das glaube ich schon. Meinst doch, du? Das glaube ich schon. Ja. Das ist ja das Schlimme. Übertrieben mäßig, weißt du, dann so sie anschiffen, dann später lebendig begraben zu wollen und vorher sie, weißt du, natürlich mehrfach vergewaltigen, sie verkaufen und all das. Meinst du, dass es das wirklich gibt? Gibt es solche Menschen? Es gibt, glaube ich, Abgründe der menschlichen Seele und der menschlichen Psyche. Da ist, ich sag mal, das Anpissen in der Situation Vergewaltigung und die pure Erniedrigung. Ich befürchte schon, dass es das gibt. Ich meine, ich höre ja auch extrem viel True-Crime-Fälle und weiß ich nicht. Und da sind ja wirklich Sachen bei denen man wirklich an der Menschheit zweifelt. Ja. Doch, ich befürchte, dass es das gibt. Da gibt es, glaube ich, dann dementsprechend nichts, was es nicht gibt. Ja, das ist richtig, ja. Befürchte tatsächlich,
Und das ist halt auch noch der Teil von dem Film. Dieser ganze Rape-Part ist noch etwas, was ich wirklich glaube, was es auch so geben könnte. Ja. Naja, gut, jedenfalls geht Georgie ja dann zu ihm, ne, und sagt, er soll damit aufhören, weil er sie ja halt wirklich auf sie schifft, ne, so dreckig, ekelhaft. Und dann streiten die auch und hier kommen wir nicht dazwischen, ich hau dir aufs Maul und was da so kommt. Und dann kommt Nikolai irgendwann dazwischen, ja, und sagt er dann, nein, gar nicht mal Ivan, meine ich, und sagt dann, hört gefälligst auf, hört auf hier damit und ich will, keine Ahnung, nicht so ein Gestress hier. Wird sie alleine gelassen, die drei Männer gehen und sie versucht sich ja dann irgendwie zu befreien, also zieht ja dann irgendwie, also sie ist ja mit Handschellen gefesselt an eine Stange und die kriegt sie natürlich nicht ab und dann schreit sie und ruft nach Hilfe, aber es passiert nichts, es funktioniert nicht. Naja, und irgendwann kommt so der Moment, dass sie natürlich wieder eingeschlafen ist, ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich eher Bewusstlosigkeit ist, in dem Fall würde ich halt eher sagen. Und wie sie ja dann da so sitzt und also da so liegt und pennt, wird sie plötzlich wach gemacht, indem man nur einmal Wasser auf sie kippt. Und dann streckt sie dann auf und dann wird ihr noch ein Schwamm hingeworfen, so um den Dreh. Hier, mach dich jetzt noch sauber, wasch dich. Und sie weigert sich, sagt dann fuck you und was da alles kommt von ihrer Seite. Und dann, wenn du dich nicht sputest, dann kriegst du hier wieder eine neue Dröhnung. Und ja, und das will sie ja nicht, aber dann zwingen sie ihr dann doch nochmal, diese Droge zu nehmen, ne? Genau. Dann verabreichen sie da wieder was. Nachdem Georgie freundlicherweise anbietet, er könnte sie ja waschen. Und sie ist wieder abgeschossen. Richtig. Dann sagt sie auch, my beauty Miss Katie und beauty pretty Miss Katie. Und was er da so alles dann sagt, während er dann mit dem Schwamm so ein bisschen bei ihr zugange ist. Und dann ja aber auch geht. Und dann kommt ja, es ist aber so, dass sie ja in den Mund sich greift, um ja dann zu, sich zu übergeben dann, ne? Und kotzt ja die Droge damit ja auch wieder aus, ne? Genau, und sie tut, also ich weiß nicht, ob sie in dem Moment dann wirklich auch so gut geschaltet hat, dass sie so tut, als wäre sie so abgeschossen. Denke ich schon, ja. Ja, ne? Und sich dann übergibt und dann entdeckt sie ja auch das Kellerfenster. Richtig. Hat sie dann schon clever gemacht. Du hast recht. Ich denke, dass sie in dem Moment, wo sie die Droge jetzt bekommen hat, eher so ein bisschen so tut und sich jetzt nicht wehrt, während Georgie zu ihr spricht. Aber dann, nachdem sie sich jetzt hier übergeben hat, hat sie einen Plan. Also sie versucht, sich halt zugedröhnt darzustellen, also zu faken, um eventuell die Möglichkeit nutzen zu können, ihn zu oder jemanden zu überrumpeln. Denn das kommt ja jetzt auch. Also Georgie kommt zurück und sieht sie, dass sie da völlig abgeschossen liegt. Er nimmt sich den Schlüssel und öffnet die Handschellen und löst sie, weil sie ihr ja mich jetzt ein rotes Kleid anziehen wollen. Ja. Ne? Genau. Und dafür muss sie natürlich muss sie logischerweise, kann sie nicht an dem Rohr gefesselt sein. Und er zieht ihr das Kleid über und sie ist halt so völlig weggetreten. Und dann sagt er wieder, my beautiful Miss Katie. Und dann nutzt sie plötzlich die Chance und schlägt ihn nieder. Also er lehnt sich wohl kurz weg, ne, dreht sich zur Seite, um was aufzuheben. Und bam, kriegt er, glaube ich, den Eimer über den Schädel gezogen. Genau, ne? Sie schlägt mit dem Eimer auf ihn ein. Ja. Genau. Und auch mehrfach dann. Also sie mehrfach, also bestimmt 2, 3, 4, 5 Mal kriegt der Wichser dann den Eimer über den Rübe gezogen. Das sehen wir leider gar nicht. Das ist offscreen, ne? Weil das ist, glaube ich, etwas, das man gerne auch sehen würde. Ne? Das ist, da fängt es nämlich schon an, dass man sich freut. Genau. Also, wo man seine ersten moralischen Grenzen, die man hat, schon langsam aufweichen sieht, wo man wirklich denkt, ach ja, schön, hau bitte einfach nochmal drauf. Richtig, genau. Naja, sie haut ihn damit ja auch völlig, knockt ihn ja total aus und dann geht sie zu diesem Fenster, öffnet das, was nicht verschlossen ist, und klettert auf dem Rohr, kommt da also auch ran und klettert raus. Naja, und jetzt kommt diese Sache. Sie rennt jetzt auf offene Straße, versucht Autos das Autos also anzuhalten, aber die halten nicht an, also die gucken auch nur, auch sprechen in einer anderen Sprache, ne, was ist los wahrscheinlich, oder ich kann ihnen nicht helfen. Und wie sie sich dann so umguckt, merkt sie irgendwann, dass alles andere Schriftzeichen sind auch und denkt so, Moment mal, sagt ja auch, wo bin ich, und sagt, ruft Hilfe und Hilfe. Und naja, und merkt halt eindeutig, dass sie sich hier, also, dass sie nicht weiß, wo sie ist. Ne? Und dann kommt ein Polizist auf sie zu, eindeutig ein Polizist, der dann aber auch dann sie nicht versteht. Naja, er sagt dann, parlez-vous français? Nee, okay, war Spaß.
keine Ahnung, was er labert, was sie da labert. Und nee, dann kommt ja, und dann kommt ja dann diese das, eine, sorry. Jetzt Palibu Frosser hat mich rausgebracht, musste lachen, ja, sorry. Es tut mir leid, ja. Und dann kommt ja dann diese andere, ja, ich denke mal, der wird wie so eine Art Detective dargestellt. Jetzt Detective Grill, und der kommt dann zu ihr und sagt ihr dann auch, was ist los, und dann eine junge Frau, sind sie Amerikanerin, und dann ja, und dann meint er dann so, kommen sie, steigen sie bei mir ein, und dann, Mann, was ist sie für eine arme Wurst, ne, muss man wirklich sagen, also wie die das spielt, absolut überzeugend, und man, und sie tut einem auch echt so extrem leid, ne, also das muss ich halt auch sagen, also die erste Hälfte, weißt du, nimmt man ihr schauspielerisch wirklich hundertprozentig ab, ne, aber die zweite Hälfte dann nicht mehr, ne. Genau so sehe ich es auch. Ja. Und ich finde in der Szene, man hat doch als erstes, weil man ja immer, das ist ja auch nicht der erste Rape- und Revenge-Film oder der erste Film mit einem Twist oder so. Und man hat sofort das Gefühl, oh, ob der Polizist, oder man zweifelt sofort daran, ob der wirklich... Richtig. Ist. Also oder zumindest ging es mir so. Also er, weil er umsorgt ja wirklich... zieht ihr sofort den Mantel um und bringt sie dann ins Auto, und man hat sofort ein schlechtes Gefühl. Richtig, genau. Aber das krasse Gegenteil, ne? Er ist halt absolut der Gute, ne? Genau. Sie sagt ja dann, dass sie bei ihr in ihrer Wohnung halt überfallen wurde und dass sie vergewaltigt wurde und dass sie, ja, dass sie halt festgehalten wurde jetzt auch. Und dann meint er dann irgendwie zu ihr, ja, ich helfe ihnen, jetzt müsste es ihnen erstmal wichtig, dass es ihnen gut geht. Und dann meint sie dann aber auch, wo bin ich denn? Und dann meint er, sie wissen nicht, wo sie sind? Und dann sagt sie, nein. Und dann meint er, sie sind in Bulgarien. Und da denkt sie ja auch, oh mein Gott, also weißt du, da bricht sie ja richtig zusammen auch, ne? Weil sie sich ja gar nicht vorstellen kann, wie zum Teufel kommt sie denn hierher? Werden wir auch nie erfahren, ne? Nee, das bleibt das größte Geheimnis des ganzen Films, auf immer und ewig. Das ist allerdings das, wahr. Wir können es nicht wissen. Ja. Aber in dem Moment, so bei dem, ich sag mal, ja, es ist ja kein Verhör, aber da, ja, er ist der Gute eigentlich, aber sie fühlt sich ja in dem Moment bei ihm trotzdem nicht so gut aufgehoben. Ja. Also sie vertraut ihm ja nicht, weil er auch sagt, ja, du nimmst doch Drogen. Ja. So ein bisschen Misstrauen ihm gegenüber hat sie ja schon. Richtig. Oder, also so, dass sie sich auf jeden Fall nicht hundertprozentig wohlfühlt. Ich meine, es waren halt auch Männer, die ihr das angetan haben. Das ist auch für einen Mann. Ja. Ich glaube, so im ersten Moment ist man da erstmal... Jedem Mann gegenüber skeptisch erstmal, richtig. Ja. Naja gut, er verhört sie, er sagt ja dann, also gut, sie waren in Manhattan in ihrer Wohnung und da kam dieser fremde Mann und da meinte sie auch, das hat sie jetzt alles schon tausendmal erzählt und sie will nach Hause, sie möchte gern zur amerikanischen Botschaft und ja, da fahre ich sie auch hin, aber trotzdem muss ich das erstmal aufnehmen und natürlich geht es ja auch darum, diese Wichser zu finden, logischerweise. Ja, ist ja klar, dass man da schon mal klopfen muss. Wir sehen ja auch zwischenzeitlich diesen Moment, dass Nikolai unten in diesen Raum geht, sieht, dass Georgie niedergeschlagen wurde und kriegt ja sofort Schiss. Ne? Also der scheißt ja sich ja sofort ein. Ne? Ja. Zu Recht auch. Ja, und dann kommt irgendwann diese junge Frau dazu. Das ist die Anna. Mhm. Die Schauspielerin von Anna, Mary Stokely. Ist übrigens ebenfalls eine britische Schauspielerin. Also hat auch nichts mit Bulgarien zu tun. Wie der Ivan-Darsteller auch. Erstaunlich, ne? Ja, es ist ungewöhnlich, dass es dann zum Teil, also dass es so unterschiedlich ist, auch gerade bei den Hauptcharakteren. Ne? Ja, genau, richtig. Sie ist ja so eine Art Familienhelferin, glaube ich, ne, könnte man so sagen. Ne? Also sie kommt dazu ins Büro und dann meint er auch, sie sind früh, ich habe sie noch gar nicht erwartet, das ist nun untertitelt. Und dann meint sie, bitte lassen Sie mich mit ihr reden, holen Sie uns doch bitte einen Kaffee und so. Und dann geht sie dann, ist auch sehr einfühlsam, ne, und junge Frau und ich weiß, was sie durchgemacht haben. Ich glaube, sie sagt, sie hätte das selber auch mal durchgemacht, glaube ich. Deswegen hilft sie jetzt auch, ne, diesen jungen Frauen. Und sie sagte dann nochmal, sie möchte zur amerikanischen Botschaft, ja, da bringe ich sie auch hin. Und es gibt dann auch einen Szenenwechsel, dass sie mit ihrem Auto ist. Und dann meint sie so, wenn wir jetzt zur Botschaft ankommen, werden die natürlich auch Fragen stellen. Da müssen sie sich darauf vorbereiten, die beantworten zu können. Und dann guckt sie sie so an und meint, eigentlich bräuchten sie auch was Frisches zum Anziehen. Und sie könnten sich vielleicht auch vorher noch frisch machen, bevor wir zur Botschaft fahren. Was halten Sie davon, wenn wir erst bei mir zu Hause vorbeikommen? Ich habe immer Kleidung da für die ganzen Frauen, denen sie ja immer hilft. Und dann kann sie sich frisch machen. Und es ist auch sogar auf dem Weg.
wollen wir das machen? Und da meint sie, ja, das wäre schön. Gut, dann machen wir das. Ich bin erstaunt, dass sie darauf anspricht. Also ich meine, wir wissen ja, glaube ich, alle, ne, worauf es hier hinausläuft. Aber sie könnte doch auch einfach so zu sich nach Hause fahren mit ihr. Müsste sie doch gar nicht darauf ansprechen, oder? Das habe ich auch gedacht. Aber vielleicht möchte sie einfach nicht, weil sie ist halt auch eine Frau, die, ich sag mal, körperlich jetzt wahrscheinlich nicht 100%ig in jeder Situation überlegen wäre. Weil genau die Gedanken hatte ich auch. Warum macht sie das überhaupt? Warum erzählt sie ihr da irgendeine Story? Sie könnte sie ja auch einfach mehr oder weniger dann mitnehmen, ne? Richtig. Sie kann sie einfach da hinbringen, wo sie jetzt hinbringt. Also muss ich gar nicht erst fragen. Wenn sie nämlich jetzt sagt, das möchte ich nicht, ich möchte direkt zur Botschaft und sie fährt trotzdem mit ihr da zum Haus, könnte sie natürlich skeptisch werden und dann türmen. Ja, deswegen ist es ja ein Risiko, dass sie darauf anspricht. Ne? Genau, und ich glaube, das möchte die einfach minimieren. Ich glaube, da möchte sie einfach auf Nummer sicher gehen und überlegt sich da irgendwas, was die da für eine Story erzählen kann. Und wer weiß, vielleicht ist es ja auch nicht das erste Mal, dass sie diese Story mit, ach, ich habe hier Kleidung für sie, kommen Sie doch mal mit. Also vielleicht hat sich das ja auch bewährt. Ja, genau. Ja, leider ist dann hier schon recht schnell klar, worauf es hinausläuft. Ne? Ich meine, es war natürlich ein Schocker, aber man hat es dann schon geahnt, ne? Als sie bei ihr in dem Haus ankommen, weil das wird dann doch zu deutlich gezeigt. Ne? Also ich wusste es irgendwann, bevor Katie es wusste. Ne? Weil sie auch sehr forsch ist. Ne? Sie sagt ja dann auch so, ich bewahre die Kleidung immer im Keller auf. Und dann hier lang, komm, geh hier runter. Da lang, geh runter. Mhm. Geradeaus. Hier durch die Tür und so, ne? Das ist so alles sehr, ja, also es wird halt sehr forsch, ist sie. Ja. Und da ist Katie halt auch sehr unvorsichtig. Du merkst, dass sie halt auch einfach nur läuft, wie sie sagt. Das wäre mir, also eigentlich müsste das für sie absolut ein Unding sein, in diesen Keller zu gehen jetzt. In das Haus mit rein, okay, aber nicht in den Keller. Müsste sie eigentlich zu gebrandmarkt sein, dass sie jetzt halt wirklich hingeht und hinlatscht, wo die fremde Frau, sie hinschickt, ne? Total, da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Also wäre ich jetzt in den Keller gelaufen oder nicht, aber vielleicht ist sie auch einfach so verunsichert und so eingeschüchtert. Und wer geht denn davon aus, dass das auch so eine geistesgestörte Psychopathin ist? Ja, das ist wahr. Ich meine, vielleicht denkt sie, okay, oh, egal, ich gehe jetzt hier runter und dann kriege ich neue Sachen und dann geht zur Botschaft. Weil anders kann ich es mir auch nicht erklären. Also vielleicht denkt man in so einer Situation auch gar nicht mehr nach, nachdem man sowas erlebt hat und läuft so ein bisschen im Autopilot. Erstmal sträubt sich ja alles, wenn man aus so einer Situation kommt, dass man sich wieder in irgendeinen Keller führen lässt. Richtig, genau. Weil sie ist ja hier definitiv in einem Keller gewesen die ganze Zeit. Ja. Aber gut, sie denkt halt einfach nicht dran und sie rechnet halt nicht damit. Aber es ist halt so, dass sie ja dann diese Tür aufmacht und geht rein und ist dann tatsächlich in diesem Raum, in dem sie gerade die ganze Zeit gefangen gehalten wurde. Sie kann es nicht glauben. Es steht auch Ivan auf einmal vor ihr und sagt auch dann, willkommen zurück. Ja, und dann dreht sie sich zu der Frau um, Anna, und die spuckt ihr ins Gesicht. Also was für eine dumme Sau, oder? Also ganz ehrlich, kann man anders gar nicht sagen. Was für ein Scheiß-Vibe. Und sagt dann auch irgendwie, niemand beleidigt meine Familie oder bringt meine Familie in Gefahr oder so und scheuert ihr dann noch eine. Und da habe ich auch gedacht, du Miststück. Also dieses Spucken in der Sekunde, in der Katie sich zu ihr umdreht. Richtig. Das kommt ja auch, das ist halt auch wirklich so vom Schnitt und von dem, wie es gemacht ist, so on point, weil es wirklich, die dreht sich um und die spuckt der mitten ins Gesicht und man denkt so, boah, du bist der allerletzte Mensch. Ja, richtig. Ganz mieses Vibe. Und natürlich wird sie dann ja wieder auf die Matratze geschubst und wieder gefesselt und jetzt schreit sie natürlich auch laut. Also das ist ja, muss ja für sie ein unfassbarer, also was für ein Arschtritt muss das sein für sie hier? Also das kann man ja gar nicht in Worte fassen, ne? Ja, ich glaube, schlimmer geht's nicht. Das ist so ein bisschen wie untäglich grüßt das Murmeltier in Scheiße. In Scheiße, schön gesagt, genau. Ja, es ist ja dann auch so, dass wir sehen, dass sie ja dann das Kleid angezogen bekommt, dieses rote, was ja vorhin schon angezogen werden sollte. Das ist ja noch der gleiche Tag, ne? Oder? Ja. Man muss ja wirklich sagen, sie ist ja vorhin erst geflohen. Da ist ja keine Nacht dazwischen. Nein. Das ist doch furchtbar. Genau der gleiche Tag.
Also wirklich nur wenige Stunden vergangen. Ich meine, wie das Anna jetzt geschafft hat, zur Polizei zu gehen und sie mitzubringen, ist natürlich auch etwas, das wir uns ausmalen müssen. Genauso wie sie nach Bulgarien gekommen. Vielleicht war das halt, vielleicht bearbeitet sie tatsächlich als Familienhelferin in dem Fall. Also sie hilft jungen Frauen und das kam ihr jetzt zugute. Ne? Also dass das jetzt gepasst hat. Vielleicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass die ansonsten, weil er ja auch sagt, du hattest es ja angesprochen, dass er sagt, ich habe dich doch noch gar nicht oder ich habe sie ja noch gar nicht angerufen. Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass die bei Fällen von, ich sag mal, häuslicher Gewalt oder Gewaltdelikten gegen Frauen als ja erste Anlaufstelle, als Beraterin für die Opfer von der Polizei hinzugezogen wird. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass entweder Ivan oder, weiß ich nicht, Nikolai, der Georgie gefunden hat, gesagt hat, okay, die ist getürmt und die dann, ja, auf gut Glück schon mal zur Polizei gefahren ist. Ja, um sie da rauszuholen wieder. Genau. Ja. Ja gut, die sind panisch geworden, die wussten, sie ist getürmt. Dann haben sie ja die Anna angerufen und haben gesagt, gehabt, hier, die wird wahrscheinlich schon bei der Polizei sein, wir müssen irgendwas tun. Und dann ist genau sie dann halt gleich losgefahren, um dann zu gucken, wo ist diese junge Frau. Und da, wenn sie halt auch wirklich bekannt ist als die, die den jungen Frauen hilft, ist es dann auch klar oder liegt es dann auch nahe, dass sie ihr dann vertrauen in dem Fall jetzt hier. Ne? Genau, das kann man noch irgendwie erklären. Das kann, lässt sich noch erklären, genau. Ja. Genau. Richtig. Ja gut, sie hat jetzt dieses Kleid angezogen bekommen und jetzt wird dieser ältere Mann nach unten geführt. Der wird als Valko beschrieben, so wird er genannt. Und er spricht auch kein Englisch, zumindest ist so gut wie keins zu hören hier. Und er sagt ja dann zu ihr auf Bulgarisch, ich weiß nicht, junge kleine Schnecke, irgendwie sowas dann wohl, ne? So, wie wir es halt jetzt nicht unbedingt sagen würden. Oder kleines Vögelchen, irgendwie so betitelt er sie doch. Ja, ich weiß das ehrlicherweise, oder Mäuschen. Ja, Maus, ja. Das kann auch sein. Er hat ja diesen Stab mit, der ja so Elektroschocks abgibt. Und dann läuft er doch so um sie herum und dann malträtiert er sie doch immer mal wieder am Bein, am Bauch, ne, an der Brust und sowas. Immer wieder malträtiert er sie mit Stromschlägen. Und irgendwann sagt er doch, das wird ja der Untertitel mit I want to fuck. Ja. Ja. Und dann gehen die Männer raus. Und dann sehen wir ja, dass dieser Valko dann später dann aus dem Keller zurückkommt. Das ist etwas, das haben sie uns jetzt wirklich erspart. Ne? Und das haben sie aber auch wahrscheinlich nicht drehen wollen. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Punkt ist, dass sie sich halt sagen, den Alten, den müssen wir jetzt nicht noch nackt sehen. Und irgendwo ist dann auch die Grenze gewesen. Ne? Genau, also ich finde, man sieht ja schon ausgiebig, wie er sie mit, das ist ja so ein bisschen wie so ein, also super kommt, wie so ein elektrischer Viehtreiber oder so, weil es ja auch wirklich ein sehr massiver, dicker Stab ist quasi. Man sieht ja schon ausgiebig, wie er sie damit malträtiert und ihr das Ding dann auch noch so in den Mund steckt. Richtig, ja. Und dann irgendwie sagt, mach jetzt oder beweg dich, sonst schock ich dein Gesicht. Also ganz abartig. Und dann, aber ja, wie du sagst, Gott sei Dank, wird dann die Vergewaltigung nicht noch explizit gezeigt. Ja, richtig. Er geht ja einfach nach oben und rückt sich so ein bisschen den Kragen zurecht und sagt er dann auch so, nice girl. Wird er noch mal kurz so, also untertitelt und geht dann raus. Und die Männer stehen dann da und ja, haben da Geld für bekommen natürlich, ne? Genau. Naja, und dann geht ja dann der Ivan wieder runter zu ihr und dann guckt er sie so an. Sie ist ja unten völlig mit Blut beschmiert und es ist ja auch klar, warum, ne? Also wer weiß, was er da jetzt gemacht hat mit ihr. Dann guckt er so auf sie runter und sagt, du siehst nicht mehr so schön aus. Und mach dir mal keine Sorgen, dich wird keine Sau mehr anfassen, so um den Dreh, ne? Ja, also wirklich auch diese psychische Gewalt, die da dann noch zusätzlich, also schlimmer geht es nicht. Es geht, ja, also doch, eigentlich geht es komplett, wird ja noch schlimmer. Ja, stimmt, ja. Aber ja, wo man denkt, ja, also dieses höhnische, ja, also jetzt siehst du auch nicht mehr so schön aus. Ja, richtig. Und es ist ja so, dass sie ja dann ihm, glaube ich, ins Gesicht rotzt. Ne? Ich glaube, sie spuckt ihm Blut ins Gesicht.
weil sie hat ja einen blutunterlaufenden Mund. Und das findet er jetzt nicht so toll. Und dann setzt er sich so auf sie drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der Text angeht, aber wie gefällt dir denn das? Und dann sehen wir ja von hinten, dass er ihr dann mehrfach mit Faustschiebe ins Gesicht gibt. Also ich muss halt ehrlich sagen, ich finde das alles ein bisschen arg überzogen hier. Ne? Also weißt du, diese wie ich das ja vorhin schon gerade sagte, ich meine, es gibt schlimme Menschen da draußen, aber ich finde das dann schon hier sehr eindeutig, sehr überzogen, damit wir diese Typen halt umso mehr hassen. Ne? Es ist so beliebig, was die Charaktere dann angeht. Also ich sag jetzt mal so einen Nikolai, der ja sowieso schon irgendwie gefühlt dem alles scheißegal wäre. Aber Ivan war ja immer noch, als hätte der sich so ein bisschen unter Kontrolle und als würde der das nicht unbedingt einfach machen, weil es ihm Bock macht. Und jetzt wird aber, egal wer da gerade halt da ist, wird dem jegliche sadistische Eigenschaft zugeschrieben, die das Drehbuch halt so hergibt. Deswegen wirkt das so ein bisschen wahllos auf mich. Das ist richtig, das würde ich auch sagen. Ich würde das jetzt eher Nikolai zutrauen, weißt du, da so auf sie einzudreschen, weil er ja auch schon auf sie geschifft hat vorhin. Dass Ivan das jetzt so macht, wahllos ist das richtige Wort. Okay, gut, sie hat ihn jetzt angerotzt, aber das ist trotzdem, du hast aber absolut recht. Also die Nikolai hat sich eher so ein bisschen mehr in Griff die ganze Zeit, ne? Und die anderen Männer nicht so, ne? Genau, also Ivan. Ja. Nicht. Ivan, du hast recht natürlich, sorry, Ivan meine ich, genau. Ja, und das ist halt auch, ganz, also was musst du für ein Mensch sein, dass man sich auf eine 1,57 Meter große Frau setzt und ihr die ganze Zeit ins Gesicht haut, also mit der Faust, ich, ganz ehrlich. Und alles andere, was vorher noch passiert ist, ich weiß nicht, also da bist du eigentlich für die, ist die Hölle eigentlich vorprogrammiert für dich? Ja, mindestens. Ja, sollte ja. Naja gut, jedenfalls ist es dann so, dass wir dann sehen, dass sie jetzt anfangen zu graben dort im Keller, weil sie sie irgendwie auch loswerden wollen, weil sie nicht wissen, wohin mit ihr. Und dann im eigenen Keller, ich meine, wie bescheuert eigentlich, oder? Ich meine, sie ist ja ein Beweisstück für immer und ewig im Keller. Ja gut, aber guck dir Leute wie John Wayne Gacy an, ne? Der hat ja, weiß ich nicht, viele Leichen in seinem Keller vergraben, also... Also ich glaube ja, dass sie das hier ja schon öfter gemacht haben. Die haben ja schon öfter Frauen festgehalten und verkauft. Und genau. Die haben sie doch nicht aber immer alle in Kartons oder in Koffer lebendig begraben dort in dem Keller, oder? Das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Ja, vielleicht konnten sie den Rest eigentlich sonst immer noch irgendwie wegschaffen oder weiterverkaufen oder ich habe keine Ahnung. Vor allem, warum müssen sie sie lebendig vergraben? Warum? Ja, das ist halt doch auch noch der nächste Sadismus, der da kommt, weißt du, der nächste krasse, übertriebene Ding, weißt du, also das ist einfach so, warum wollen sie auch eigentlich jetzt loswerden? Sie haben sie jetzt praktisch ja nur einmal verkauft und warum schlägt er ihr ins Gesicht, weißt du, warum, also sie könnten sie doch mehrfach verkaufen, weißt du? Haben es aber jetzt nur einmal gemacht, so um den Dreh. Also irgendwie sehe ich jetzt nicht den, klar, dass sie sie zurückhaben wollten, damit sie es nicht verpfeift, ist klar. Aber jetzt sagen, ach komm, jetzt schaffen wir sie weg. Warum, ne? Ja, oder, also die Überlegungen, die ich dann noch hatte, haben sie diesen einen Typen extra geholt, weil die wissen, dass das ein richtiger Bastard ist, der ganz brutal ist und wollten die bestrafen. Und es geht gar nicht so in erster Linie um das Verkaufen. Ach so, das wäre natürlich möglich, ja. Aber ich weiß es nicht. Das macht auch keinen Sinn, und sie nicht umzubringen dann, nach dem, was sie alles ertragen musste, sondern die dann auch wirklich noch da lebendig in diese Kiste zu verfrachten und lebendig zu begraben. Also es ist ganz schlimm. Also ich hatte da beim ersten Mal schauen ganz große Probleme mit. Ich konnte das gar nicht fassen, was hier noch abging. Ich meine, natürlich war ich gefesselt, ne? Ich habe den geguckt und war wirklich gefesselt, aber halt vor Entsetzen, ne? Nicht, weil ich das genossen habe, logischerweise. Nee. Ich glaube, alle können verstehen, was ich meine. Und jetzt hat man so viel Krasses gesehen. Jetzt hat die Frau sie wieder zurückgebracht oder hat man schon Arschtritt bekommen. Und jetzt hat der Typ sie mit dem Elektroschlägen malträtiert und dann auch dann noch vergewaltigt. Und jetzt verprügelt der Ivan sie auch noch mal eben. Und dann wird sie jetzt in die Kiste und lebendig begraben. Weißt du, wo ihr denkst, ach Gott, ich kann das alles nicht mehr ertragen. Also irgendwann ist vorbei. Ich kann das alles nicht mehr greifen. Ich meine, wie schreibt man denn so ein Drehbuch? Ehrlich, wenn man so ein Drehbuch schreibt, dann muss doch jeder, dem du das vorlegst, muss sich doch für völlig bescheuert halten, oder? Ja, und das ist auch, also, wie macht der das? Der sitzt abends zu Hause und denkt, ach, was kann man denn noch machen?
Ja, richtig. Genau, man wacht nachts auf, denkt, ach, das ist doch nur eine gute Idee. Genau, jetzt noch lebendig begraben, dann ist es ein rundes Ding. Ja, genau, dann ist es rund. Dann ist es rund, dann haben wir die Story schön erzählt. Also, richtig, ja, also, genau. Ja, ich weiß es auch nicht. Wenn Leute einfach Drehbücher schreiben, da denke ich mir, okay, ihr habt eure Gedanken so losgelassen. Wer weiß, wie es wäre, wenn ihr nicht Regisseur oder Director oder weiß ich nicht was geworden wärt. Also bitte lieber immer so. Richtig, richtig. Es ist so, dass sie dann sie reinmachen in diese Kiste. Dann wird das zugescharrt und das kriegt sie ja auch mit. Und also im englischen Original, wie sie da wimmert und weint und ach du Scheiße und fleht, das ist wirklich schwer zu ertragen, muss man echt sagen. Also ich kann es nur sehr schwer gucken. Oben ist dann halt aber auch alles dann fertig. Dann wird noch die Erde so schön gerade gehauen, ne? Da kommt noch ein Teppich drüber. Ja, genau. Und dann ist doch Katie Geschichte so um den Dreh. Und, sollen wir uns darum noch kümmern? Naja, und als sie dann, und das ist etwas sehr interessant, muss man aber auch nur einfach glauben, was man sieht, aber es macht halt auch keinen Sinn, ne? Es ist ja so, dass sie halt so tief gegraben haben, dass die Kanalisation oder halt die Gänge unterirdisch, dass da halt nicht mehr so viel war. Also die haben halt, als sie das Loch gegraben haben, fast bis, weißt du, hätten sie das mal gemacht, die Scheißkerle, oder? Hätten sie mal noch ein bisschen weiter gegraben, wären durchgerasselt, oder hätten sie das Genick gebrochen. Ist so. Ja, aber dann hätte man nicht den Revenge-Part gehabt. Natürlich, genau. Okay, ja gut, jedenfalls ist halt das Gewicht zu groß. Sie haben zu tief gegraben und jetzt bricht sie mit dieser Kiste, also mit dem Koffer, in dem sie ist, durch und fällt damit gute 5-6 Meter, sind das ja mit Sicherheit. Und ist halt bewusstlos unten dort in diesem Kanal jetzt, ne? Und wir haben eine Montage, die geht auch recht lang, die kürze ich jetzt natürlich ein bisschen ab. Wir sehen, dass sie da wach wird, dass sie versucht, dort irgendwie rauszukommen. Sie ruft nach Hilfe, sie wird nicht gehört, sie wimmert und sie hängt dort rum. Und irgendwann, und es ist halt so, es wird dann auch suggeriert wahrscheinlich, dass halt echt viel Zeit vergehen musste, oder ne, weil ihre Wunden im Gesicht ja auch mittlerweile verheilt sind sogar. Genau. Absolut abgeschwollen, die Hämatome sind nicht mehr so da, das ist nicht mehr alles grün und blau. Ich denke auch, dass da einige Zeit ins Land gegangen sein wird. Genau, aber wie hat sie sich denn dort unten, wie hat sie da überlebt? Na, sie fängt doch die Taube zum Beispiel. Ja, also da muss ich kotzen. Ja, vielleicht. Also wir sehen ja, dass sie die ja dann Feuer gemacht hat, wie auch immer sie ein Feuer gemacht hat. Ne, da unten? Ja, sie hat ja irgendwelche Survival-Skills, die mit dieser Mausefalle ganz kurz etabliert wurden. Also sie ist tough und kommt in der Wildnis oder in der Kanalisation, in den Katakomben, kommt sie gut zurecht. Wie auch immer. Wie auch immer, genau. Also es ist auch sehr lang. Sie findet da ja wohl wahrscheinlich auch irgendwie uralte Kleidung, ne, die sie sich hier dann anzieht, weil sie hat ja dieses rote Kleid eigentlich an. Ich weiß nicht, wie sie irgendwann zu anderer Kleidung kommt. Das habe ich irgendwie verpasst. Naja gut, also es gibt ja dann diesen Moment, ich habe es gerade gesagt, dass sie halt irgendwas grillt über einer Flamme, was sie dann isst. Also uns wird jetzt hier erzählt, aber das ist natürlich alles sehr weit hergeholt, dass sie jetzt mindestens 2 Wochen, würde ich mal sagen, weil sonst wäre das so schnell nicht verheilt, ihre Wunden ohne ärztliche Hilfe, alles verheilt ist und sie da jetzt da drin lebt. Genau. Und irgendwann findet sie aber so einen Gang, der nach oben zu einer Kirche führt und da bricht sie dann praktisch ein und wühlt dann auch durch einen Kühlschrank und das macht sie ja sogar zweimal. Beim zweiten Mal tut der Pfarrer sie ja dann aber dann irgendwie dann überwischen, ne, auf frischer Tat. Genau. Er sitzt dann da irgendwie und wartet er schon auf sie, nachdem er beim ersten Mal nur die Spuren entdeckt hat? Ja, ich denke, er ist ein bisschen vorsichtiger, ne? Er kriegt halt wieder Geräusche mit und dann überrascht er sie und dann spricht er natürlich auch erst bulgarisch mit ihr, ne? Sagt dann kleine Maus und so und dann meint sie, don't come closer und dann meint er, oh, American und spricht sofort Englisch. Gut, sie haben das halt erklärt mit, dass er halt, wo mal in London war und hat da halt irgendwie gelehrt oder sowas, ne? So haben sie halt erklärt, dass er Englisch kann. Ja, genau, er hat Philosophie in London studiert. Ja, genau. Was ein Zufall. Ja. Was hat der Polizist studiert? Warum spricht der Englisch? Der ist einfach, der war mal bei, also sowas wie Interpol.
Der war bei Interpol, natürlich. Der hat da seine Ausbildung gemacht. Genau. Ja, genau. Austausch, ja. Richtig. Ja, genau. Okay, naja, jedenfalls ist es so, dass der Pfarrer zu ihr meint, dass er ihr helfen kann. Also er weiß, sie braucht Hilfe und dann meint sie, sie braucht keine Hilfe. Und dann sagt er, gut, nimm das hier, ich werde dich nicht aufhalten. Das sind wohl irgendwelche Dosen mit sowas Ravioli-Technischen und so, Decke und noch was zum Anziehen. Dann nimmt sie das auch und verschwindet wieder in den Katakomben zurück. Und er lässt sie aber auch gehen. Naja, und dann haben wir dann eine Szene später, dass sie sich jetzt, das hätte sie natürlich auch vorher machen können, aber jetzt entscheidet sie sich, zur amerikanischen Botschaft zu gehen. Und sie läuft drauf zu und kann ja jetzt dahin laufen und sagen, hier, ich bin Amerikanerin ohne Pass, ich weiß nicht, wie ich hier hingekommen bin und so. Aber sie entscheidet sich, nee, ich bleib hier. Und meinen eigenen Racheplan setze ich hier um, ne? Genau. Das war auch, da habe ich auch gedacht, okay. Okay. Wenn es das ist, was du möchtest, dann mach's genau. Halt so. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, ne? Du weißt ja nie, ob es dann vielleicht, ob du vielleicht wieder gefangen wirst, ne? Genau, also könnte, aber deswegen verstreicht wahrscheinlich auch einige Zeit, damit man, okay, die hat da jetzt alleine und konnte ein bisschen Kraft sammeln und hat sich da von dem ersten Zustand erholt und ist jetzt so gefasst und so straight, dass sie nicht in die Botschaft marschiert, sondern ja, ihren eigenen Rachefeldzug da plant. Richtig, genau. Da will sie jetzt Schläge verteilen. Wenn es nur das wäre. Ja, genau. Ja, es ist so, dass sie ja dann auch nochmal in der Kirche aufkreuzt und dann ja vor diesem Altar steht, wo der Pfarrer sie ja dann wieder überrascht. Und dann meint sie dann ja, meint er dann auch, junge Frau, ich weiß, Ihnen ist was Schlimmes widerfahren, aber ich kann Ihnen helfen. Oder wir gehen zur Polizei. Und dann meint sie, nein, sie braucht keine Hilfe, sie muss sich alleine darum kümmern und geht. Und als er dann sie ja dann da, also dann da, und als er dann da stehen gelassen wird, guckt er auf die Bibel und da ist ja dann direkt diese Seite aufgeschlagen, wo ja dann Vengeance is mine steht. Also die Rache gehört mir oder sowas. Warum ist der in Bulgarien eigentlich eine Bibel auf Englisch? Warum haben die keine Übersetzung da? Bitte frag doch nicht sowas. Keine Ahnung. Die hat er aus London mitgebracht, oder? Ja, das war vielleicht die Lehrbibel. Ja. Absolut keine Ahnung. Also an einer fehlenden Übersetzung der Bibel wird es nicht liegen. Das denke ich auch. Damit man es auch wirklich auf einen Blick sieht. Richtig. Ich meine, und ja, und wenn das jetzt aber die Originalversion gewesen wäre, könnte, also deren sprachliche Ausgabe, dann würde sie es ja nicht finden können, weil sie jetzt ja nicht Bulgarisch kann. Also muss es ja Englisch sein, weißt du? Oder es gibt halt für jede Sprache eine Bibel dort in der Kirche, weißt du? Vielleicht ist das ja auch so, weißt du? Das kann natürlich auch sein. Für jeden, der mal zufällig in den Katakomben haust, ja. Gibt es eine Bibel in der jeweils passenden Sprache. Sie sagt, übrigens sagt er noch zu ihr, du kannst nicht immer davor weglaufen. Und dann sagt sie noch, ich laufe nicht weg. So. Und dann sieht er dieses mit Vengeance is mine, genau. Da merkt man schon, das ist jetzt so ein bisschen in diese übercoole, ich bin jetzt die richtig taffe Killerbraut. Genau, ich laufe nicht weg. So ist es. Das war das erste Mal, dass ich ihr das auch nicht abgenommen habe, was sie sagt. Nein, nein, nein. Das ist halt hier dieser Part, denn, weißt du, es wird da alles sehr einfach dargestellt. Das ist im ersten Teil alles ein bisschen mehr noch glaubwürdig, finde ich, weil sie ja da in diesen verlassenen Ecken da ist, da in den USA, wo sie die Leute dann mit den eigenen Waffen, weißt du, mit den Nadeln für die Angeln und sowas ja. So. Damit macht sie nieder. Hier macht sie auch noch auf MacGyver. Sie spricht die Sprache nicht. Sie weiß gar nicht, wo die sich alle rumtreiben. Aber trotzdem funktioniert das alles so gut für sie. Und das ist sehr unglaubwürdig, was sie jetzt hier abzieht. Ne? Gerade weil sie auch so klein und so zierlich ist und halt die, wie gesagt, die Sprache nicht spricht. Das ist halt alles schwer zu glauben einfach. Das habe ich den ersten Teil mehr abgenommen. Ja, definitiv. Sie beobachtet ja, wie dann ja Nikolai unterwegs ist. Der geht ja mit seinen Kumpels oder sowas in so eine Kneipe. Und dann nutzt sie das ja dann aus, um in dieses Haus reinzugehen. Sie weiß ja, wo es ist. Und wie sie dann ja rein, sie bricht ein und guckt sich dort um und dann findet sie ja ein Bündel Geld. Und damit tun sie natürlich dann jetzt erklären, dass sie sich jetzt neue Kleidung kauft, wahrscheinlich zwischendurch, und auch die Waffen, die sie jetzt halt alle braucht, die besorgt sie sich halt jetzt wohl in Off-Screen-Szenen, ne, wahrscheinlich. Ja, genau, so habe ich es auch verstanden. Es ist doch das Bündel Geld, was
Anna reingelegt hat, als sie es von dem Typen bekommen hat. Also es ist quasi ihr Geld. Ach so, das hat man gesehen. Er hat ihr das Geld gegeben. Ich glaube, ja. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Doch, die hat in der Szene als Valko? War richtig, ne? Ja, ganz genau. Valko ist richtig. Genau. Er hat ihr das Geld gegeben und sie legt das dann so ein Bündel in die Schublade und dieses Bündel nimmt sie dann raus. Ah ja, okay. Das habe ich, ist an mir vorbeigegangen, dass er ihr das gegeben hat. Aber gut. Ja, und dann haben wir dann diese nächste Szene, dass Georgie jetzt an so einem Art Kaffee ist und Katie bringt ihm dann praktisch als Kellnerin seinen Espresso. Ja, er ist mit dem Handy beschäftigt und sagt dann, das wundert mich, dass er Merci sagt zu ihr. Also ist er da in einem französischen Kaffee. Also er sagt in der englischsprachigen Version Merci, was ich ein bisschen strange finde. Aber gut, vielleicht ist das auch einfach, ich meine, vielleicht sagen wir das ja auch mal so aus Gag, ne? Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, ihm das Getränk dahin zu stellen, aber gut. Sie hat in die Tasse diesen Anhänger mit reingemacht, den er noch bei ihr mit in den Koffer geworfen hat, ne? Genau, das Kreuz. Er hat ihr ja die Kette mit reingeworfen, die sie umhatte. Und genau, ich weiß auch nicht, woher sie weiß, dass er einen Espresso haben wollte. Ja, das macht alles wenig Sinn. Das göttliche Fügung, ich weiß nicht, Eingebung. Weißt du, du kannst ja nicht in einem Laden, in dem du nicht arbeitest, nicht einfach irgendwie eine Bestellung an den Gast bringen. Das ist ja völliger Irrsinn auch. Da hätte es mehr Sinn gemacht, wenn sie ihn einfach beobachtet hätte und er hätte sie irgendwann gesehen und steht auf und folgt ihr jetzt. Das hätte mehr Sinn gemacht, als das mit dieser Espresso-Tasse. Aber das stimmt, aber dafür hätte man die coole Szene, und das fand ich es wirklich cool, wie er es trinkt und dann hat er auf einmal das Kreuz im Mund, das fand ich schon gut. Ja, das war natürlich ein guter Moment, das ist ja auch ein Schocker für ihn, ne? Ja. Und sie wartet ja, bis er sie anguckt und dann läuft er ihr nach und sie läuft, verschwindet aber immer und dann folgt er ihr so weit, bis irgendwie in so eine Höhle rein, bis sie dann in dieser Kanalisation jetzt sind und da läuft er ihr dann schnurstracks in die Falle, weil sie zieht ja etwas über seinen Kopf rüber, zieht zu und dann röchelt er ja kurz und dann ist sie dann am Schreien und dann ist die Szene damit aber dann auch erstmal erledigt, ne? Genau. In der nächsten Szene ist ja dann der Polizist und der Pfarrer, die sitzen zusammen und unterhalten sich. Hier ist es halt streng genommen Quatsch, dass sie Englisch miteinander reden. Ne, es wäre realistischer, würden sie Bulgarisch sprechen miteinander. Ja. Ich will immer Rumänisch sagen, ich weiß nicht warum. Naja, und dann reden sie halt hier jetzt aber dann. Weißt du, es ist so, die haben oft sind Szenen dabei, die untertiteln sie, aber dann kommen dann Szenen, wo sie so das Gefühl hatten, das ist uns zu lang mit Untertiteln, sprechen wir einfach Englisch, weißt du? So in ja. Way. Ja. Ja, und dann geht es ja halt darum, dass er dieses Mädchen gesehen hat und der ist was Schlimmes passiert und er hat das Gefühl, dass sie was Schlimmes machen wird. Und sie hatte die Bibel aufgeschlagen. Ja, sie hat die Bibel aufgeschlagen und sie benimmt sich komisch. Aber wer geht denn davon aus, dass sie was Schlimmes tun wird? Also das ist auch so. Aber gut, vielleicht hat man als Pfarrer auch noch eine bessere Menschenkenntnis und spürt das, ich weiß es nicht, aber. Ja, dass sie eine gebrochene Seele ist, das spürt er natürlich, ne? Dass sie, ja, gut, das, dass sie ganz schlimme Sachen erlebt hat und auch ganz schlimme Sachen deswegen tun wird, das ist ihm wohl eindeutig klar von der Art, wie sie halt drauf ist. Ja, ich würde immer eher davon ausgehen, dass Leute sich selber was antun, glaube ich. Ja, das stimmt. Das könnte man natürlich auch. Also denken. Ich hätte eher Sorge um die Person, als dass ich denken würde, okay, die 1,57 Meter oder 57 große Dame läuft jetzt mehr oder weniger zur Höchstform auf und killt alle. Ja, killt, macht Blutbad. Na gut, es ist jetzt so, dass wir dann danach die Szene haben, dass Georgie jetzt von ihr an die Wand gefesselt wurde. Der steht halt nackt, nur in Unterhose an der Wand. Sie geht zu ihm, hat so ein Springmesser und dann macht sie ja so ein paar coole Sprüche, ne? Und Georgie, mach dir keine Gedanken, ich kümmere mich um dich. Ja, und dann schneidet sie ihm in die Wange rein, so einen ganz langen Schnitt. Und dann wird hier nochmal geschnitten und dann schneidet sie ihm sogar die Bauchdecke auf und in die Schenkel. Aber sie schneidet halt nur in Anführungsstrichen so, dass es blutet, ne? Aber lange Schnitte. Und dann meint sie, oh Georgie, was ist denn los mit dir? Also so spricht sie auch. Und das ist dann halt auch dann hier jetzt so. Mir ist das zu gewollt, ne? Das ist halt einfach nicht mehr abnehmbar, ihre Art hier. Völlig. Das ist auch so. Aber ich dachte ja, dass sie, ich weiß nicht, vielleicht sogar so einen Overkill hätte und auf ihn einsticht und ihn wirklich mit 70 Stichen oder so tötet. Das könnte ich irgendwie, ne, dass sie, ihr ganzer Hass und ihr ganzes Gefühl rauskommt. Aber so dieses. Also ich nenne es jetzt mal, möchte gern Psyche, oh Georgie, so wie ihr, natürlich hat er auch immer, oh Miss Katie,
Aber dass sie das dann so spiegelt. Ja, das glaube ich auch nicht, ja. Ist zu drüber. Ich meine, das mit dem Messer an der Wange hat er bei ihr ja auch gemacht. Er hat sie zwar nicht geschnitten, aber er ist ja mit dem Messer so an ihrer Wange längs gegangen in der ersten Szene. Also das soll sich wahrscheinlich da auch nochmal wiederfinden. Aber generell war mir dies von der Sprache und von den Emotionen auch zu drüber. Richtig, würde ich auch sagen. Ja, okay. Naja, jedenfalls ist es so, ich weiß nicht, ob du weißt, was sie dann holt, weil es ist ja dann so, dass sie sagt, wollen wir mal gucken, dass das keine Infektion wird. Und dann nimmt sie ja irgendetwas wo raus und schmiert so eine Pampe auf die Wunden. Was hast du dir gedacht, was das ist? So verschimmeltes Essen oder so aus der Dose, die sie von dem Pfarrer mitgenommen hat. Ach so, okay, ja gut. Dann, ich hätte gedacht, wenn das Essen ist, vielleicht um dann auch noch Ratten anzulocken, die an ihm rumkauen dann, ne? Ich dachte auch, dass das eventuell auch scheiße ist. Schlichtweg scheiße, die sie ihm in die Wunden schreibt. Habe ich im ersten Moment auch gedacht. Aber dann dachte ich, ja, warum in der Dose? Ja, genau, das macht keinen Sinn in der Dose, ja. Nee, dann habe ich gedacht, sie hat doch von diesem Pfarrer die Dosen mitgenommen und wahrscheinlich hat sie da irgendwelche Essensreste drin rumgammeln lassen oder vielleicht auch nochmal durch die Kanalisation mit ein bisschen Wasser vermischt. Also ich weiß es nicht, auf jeden Fall ganz fürchterlich eklige Pampe. Pampe, ich wollte es auch sagen. Kennst du den Pippi Langstrumpf-Film, wo sie diesen Superkleber haben und damit an den Decken laufen und so? Nee. Hast du das mal gesehen? Also ist ja schon, ich habe es gesagt, jetzt hin nicht gesehen, aber die Konsistenz ist exakt genau die. Ich musste an Pippi Langstrumpf denken vorhin. Aber das ist vielleicht ja ein ganz schöner Relief, wenn man ja, das stimmt. Kurz an Pippi Langstrumpf denken muss. Genau. Weil du wahrscheinlich auch der einzige Mensch bist, der Pippi Langstrumpf-Assoziation bei diesem Film hat. Bei dieser Szene, nur bei diesem Moment. Ich habe das selber schon seit Jahrzehnten nicht gesehen, aber ich habe diesen, die Konsistenz von diesem Kleber ist halt exakt genauso wie das, was okay. ihm ins Gesicht schmiert. Naja, wir sind jetzt bei der nächsten Szene. Wir sind bei Nikolai. Der ist ja irgendwie voll am Party machen mit in irgendeiner düsteren, furchtbaren Disco-Club, was auch immer. Und säuft ja dann auch fleißig. Und dann ist es so, dass irgendwann er aber wo was ins Getränk bekommt, natürlich. Und dann wird ihm so schummrig und er denkt, oh, was ist los mit mir? Und dann sieht er sie natürlich. Sie steht da und guckt ihn an und verschwindet dann aber auch natürlich wieder. Er läuft ihr dann nach und dann ist es so, dass sie dann irgendwann in die Toiletten geht. What the fuck, die Toiletten? Was sind das für Toiletten? Hübsch, also ist jetzt nicht unbedingt eine Sanifair, ne? Würde ich mal sagen. Also, ja, also ganz ehrlich, da habe ich auch gedacht, das ist schon absurd. Also ich war mit Sicherheit auch schon in meinem Leben in Clubs, die ich jetzt nicht weiterempfehlen müsste. Ja, aber, okay. Also. Das ist wirklich die, ich meine, das ist natürlich die größte Filmtoilette, die abgefuckteste Filmtoilette ever, glaube ich, ne? Muss man sagen. Da ist die Toilette von Terrifier. Scheiß gegen. Ja, genau. Oder auch die Saw-Toilette. Okay, bei Saw im ersten Teil ist halt auch ein leerstehendes Gebäude, ne? Aber ist halt auch übel. Ich habe tatsächlich neulich auch mal so, naja gut, diese Toilette jetzt nicht, ne? Aber ich war in einem wirklich schönen Laden in Mainz vor einigen Monaten und habe da auch einen tollen Burger gegessen und einen richtig schönen, toller Laden. Also da war ich wirklich begeistert von und denke mir dann so, ich muss nochmal auf Klo, bevor ich losgehe. Und das war wirklich auch furchtbar. Also wie ein so schöner Laden so eine abgeranzte, abgefuckte Toilette haben kann. Also dass das nicht in Google-Bewertung steht, ich habe extra mal nachgelesen, ist ein Rätsel für mich. Das ist auch so ein krasser Abturn. Ich finde, das macht den ganzen Laden zunichte dann. Und es gibt wirklich tolle Toiletten, ne? Es gibt also wirklich, weißt du, wenn dann so, wenn dann so für so einen Geruch gesorgt wird und irgendwie noch irgendein, also es gibt wirklich so schöne, toll gemachte Klos in Restaurants manchmal, ne? Wo man wirklich gerne drin ist, ne? Also alleine in der Räumlichkeit meine ich schon, ne? Weil es halt auch toll riecht und so. Bin ich wirklich oft sehr angetan von. Aber es gibt dann auch Toiletten, die sind wirklich echt schlimm. Aber dass ich in einem Restaurant saß und so ein furchtbares Klo vorfinden musste,
das habe ich wirklich selten gehabt. Und da war ich wirklich erschrocken. Also kaputte Türen, weißt du, gegengehauen, teilweise aus den Angeln, die Klobrillen schief, also weißt du, nicht richtig draufgesetzt, sondern schief, weil die halt einfach, vielleicht hat mal jemand draufgestanden und hat sich dann verrutscht. Furchtbar, die Sauberkeit auch, die Pissoirs, weißt du, Schamhaare, en masse, Güte. Tut mir leid, ich muss jetzt gerade sagen, es ist ein Horror-Podcast, da passt das hier hin. Ist ja okay. Das ist der alltägliche Horror, den man dann so erlebt. Das fällt definitiv in die Kategorie Horror. Ja. Also ich war wirklich erschrocken, habe echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin jetzt gespannt, wie viele aus Mainz jetzt wissen wollen, von welchem Restaurant ich rede. Wo war das? Also ich muss halt sagen, ganz ehrlich, ich war in diesem Restaurant echt gern. Ne? Das war wirklich so mit so einer Empore und das war so Lounge-typisch. Mir hat das ja wirklich gut gefallen. Das Essen war erstaunlich günstig für wirklich viel und Gutes. Ne? Also ich war begeistert von dem ganzen Laden. Es gibt auf jeden Fall schon mal keine Reinigungskräfte für unten. Ja, na gut, okay. Also es ist so, jedenfalls, diese Toilette ist natürlich, wir könnten eine Stunde beschreiben und man hätte es noch nicht irgendwie vor dem inneren Auge. Ne? Man muss halt einfach mal reingucken. Also wer den Film noch nicht kennt, es ist wirklich der letzte Scheißdreckkasten ever. Kannst du eigentlich nur ausbrennen, abbrennen. Schön, ne? schön gesagt, ja. Ja, er kommt da rein und muss kotzen erstmal, weil sie ihn ja unter Drogen gesetzt hat. Und sie steht plötzlich da und tritt ihm volle Kanne ins Gesicht. Und dann macht sie ein paar coole Sprüche und dann sagt er dann, wir haben dich getötet, glaube ich, meint er. Oder umgebracht. Und dann meint sie dann, nee, habt ihr wohl nicht ganz oder was auch immer. Fang mich doch Eierloch und was da alles kommt. Ne? Irgendwie sowas. Ich glaube, so ähnlich. Der Text. Ja, so ungefähr, ja. Genau. Aber auch was dann kommt, weißt du, sie ist dann halt, ich meine, wir wissen, sie ist so eine kleine zierliche Person, aber sie ist jetzt aber auch gleichzeitig irgendwie Hulk, ne? Weil sie nimmt ihn ja und zerrt ihn am Körper komplett, weißt du, in dieses Klo hinein, wo sie ihn in das vollgepisste Klo reindrückt. Er ist halt unter Drogen gesetzt, ne? Deswegen kann er sich nicht so richtig wehren, nehme ich mit. Aber dass sie ihn jetzt aber auch rauszerrt, also praktisch ja den ganzen Körper mit sich zieht, auch in das andere Klo, das dann vollgeschissen ist bis oben hin, ne? Ja, das ist auch so abartig. Ja, es ist abartig, aber das glaubt man auch einfach nicht, ne? Ich dachte mir auch die ganze Zeit, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich mal jemand reinkommt? Aber okay, gut, das hat sie abgeschlossen, das sehen wir ja gleich, ne? Genau, das hat sie abgeschlossen, aber dass sie den auch überhaupt von A nach B schlören kann. Ja, das ist schwer vorstellbar, ja. Und auch wenn der so unter Drogen ist, dann haben die in der Regel ja nicht noch mehr Körperspannung. Das macht die Sache ja eigentlich nur noch schwerer. Ja gut, aber das glaubt man halt wirklich nicht, ne? Dass sie, wie du gerade gesagt hast, dass sie ihm da so durchzerrt, ne? Durch das Klo jetzt und ihm dann auch unter Wasser drückt. Eigentlich könnte der Vogel, weißt du, sich ja auch einfach nur an der Schüssel hochdrücken. Der könnte sich eher hochdrücken, als dass sie ihn runterdrücken kann. Aber okay, gut, wollen wir mal jetzt nicht so, wir gucken hier keinen Oscar-prämierten Film fürs Drehbuch, ne? Nee, also wirklich bei weitem nicht. Nee, absolut nicht. Okay, sie schließt dann irgendwann die Tür auf, weil ja auch dagegen gedonnert wird die ganze Zeit und sie macht dann halt irgendwann auf, geht einfach raus und der Typ, der reinkommt, der sieht jetzt ja Nikolai da liegen in der Ecke und sagt ja dann, ach, was ein besoffenes Arschloch, weißt du? Und die andere Frau, die da mit reinkommt, die schreit aber, die ist irgendwie nicht so begeistert von dem Anblick, ne? Ja, und ich, also da habe ich auch gedacht, okay, er checkt es nicht oder sieht sie irgendwas anderes als er? Na gut, wir müssen natürlich noch sagen, dass er irgendwann aufgehört hat, sich zu bewegen. Also er ist dann ja wohl ertrunken oder erstickt. Ja, und das ist natürlich, also das hat sie bei ihm ja gewählt, weil er sie angeschifft hat. Richtig, genau, so ist es. Aber da hat man natürlich auch schon so ein bisschen, ja, das ist so ein Geschieht-dir-recht-Moment, ne? Ja, natürlich, absolut. Natürlich ist das hier ein Rache-Moment, den sie hier verdient hat, logischerweise. Ja, ich meine, der ist so ein Stück Scheiße. Der hat es halt nicht anders verdient. Okay, ja, gut, dann sind wir in einem Szenenwechsel. Sie ist dann wieder bei Georgie zugange und den malträtiert sie jetzt mit so einem Stab oder sowas. Also sie sticht dann schön in seine Wunden, die sie vorher reingestochen hat. Ja, da sticht sie so rein und er schreit und dann drückt sie ihm ja ein Tuch in den Mund, genauso wie er das ja auch mit ihr gemacht hat, ne? Und dann gibt es so einen Moment, dass sie ihn anlächelt. Und das sieht kurzzeitig aus wie ein echtes Lächeln. Klar, meint sie es nicht ernst, aber auch das ist unglaubwürdig.
Weißt du, warum sollte sie ihn jetzt hier an, der Frau muss, darf doch nicht zu lächeln zumute sein, ja, sie kann doch nicht so ein sadistisches Stück jetzt plötzlich geworden sein, dass sie ihn halt anlächelt, weißt du, und findet das alle, und macht so Psychospielchen. Klar, hat er das verdient und hat sie vielleicht auch mit ihm gemacht, aber, sorry, hat er vielleicht auch mit ihr gemacht, das ist halt einfach schwer abnehmbar, ne? Das ist halt der Punkt, den man nicht mehr glaubt. Ich glaube ihr so dieses, ich sag jetzt mal Auge um Auge, ne? Das kann ich ja irgendwo noch verstehen, oder dass man wirklich auch das Bedürfnis hat, jemanden zu verletzen, der einem schlimme Dinge angetan hat und da Rachegelüste hat. Aber deswegen werde ich doch nicht zu so einem sadistischen Psycho plötzlich, dem das Spaß macht. Also es geht da ja nicht um die Befriedigung von irgendwelchen sadistischen Trieben, die man sowieso in sich hat, sondern wirklich darum, sich in dem Moment dann auch mal wehren zu können und die Oberhand zu haben. Und das nimmt man ihr einfach auch nicht. Also ich finde es auch doof. Ich hätte es anders, also wenn sie es einfach getan hätte, ja, so mit dem, so spüre mal, wie es sich anfühlt nach dem Motto und nicht, das macht mir aber jetzt irgendwie Freude, neues Hobby. Ja, richtig, genau. Naja, jedenfalls sind wir in der nächsten Sequenz jetzt in der Kirche. Und da ist eine ganz normale Messe und wir sehen, dass zwischen diesen Messenbesuchern Valko steht. Also dieser Typ, der ja vorhin mit dem Elektrostab zu ihr kam. Ich glaube, er kann sich das eigentlich sparen, in die Kirche zu gehen, ne? Also ich denke mir, er hat so einen Punkt erreicht, dass er das auch sparen. Oder meinst du, er geht gerade deswegen hin, diese sadistische Drecksau? Sorry. Also ich denke, es ist ein Wunder, dass der nicht sofort in Flammen aufgeht, sobald er die Kirche betritt. Das ist richtig, ganz genau. Wie sie ihn ausfindig gemacht hat, kein Schimmer, ne? Woher sie wie sie weiß, wo er wohnt, wo er hingeht und so. Das ist natürlich jetzt auch bei den anderen okay, ne? Die kann sie beobachten, sie weiß, in welchem Haus sie sich rumtreiben. Aber das ist natürlich auch jetzt etwas, das müssen wir einfach glauben, ne? Es ist nämlich so, dass sie da steht und guckt ihn an. In der Messe. Und er sieht sie, er kennt sie, kriegt natürlich einen Riesenschreck, sagt dann wahrscheinlich zu Frau und Kind, sie sollen bitte nach Hause gehen. Und dann läuft er auch schon los und geht dann irgendwie durch dieses Tor und geht in so einen Keller rein dann natürlich. Und dann wiederholt sich das zweimal das Gleiche. Es ist so, dass die immer reinkommen, sind zu blöd, sich umzugucken vorher und kriegen dann einen auf den Dötz. Es ist ja fast dreimal das Gleiche. Auch die Art, wie sie die anlockt, es ist jetzt, es wiederholt sich permanent. So ist es. Sie lockt sie an, steht dort und haut sie von hinten nieder, ne? Genau. Ja, das ist ein bisschen einfallslos irgendwann gewesen, ja, ne? Richtig. Oder bewährt, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Das ist richtig, das kann man auch sehen so, ja. Jedenfalls ist es so, dass sie ihm dann mit dem Stein von hinten niederschlägt. In der nächsten Szene liegt er dann schon gefesselt auf einem Bett, aber nur auf einem Gestell. Wie sie ihn da hochbekommen hat, kann ich dir jetzt nicht erklären. Das ist ja das, was wir vorhin schon bei Nikolai dachten. Ne? Der ist ja schon ausgewachsener Mann, sagen wir mal. Ja. Valko ist ja jetzt auch nicht der schmalste Vertreter. Ja, so ist es. Und der muss ja aus dieser von sonst wo wirklich noch da rein, weiter reingezogen worden sein, auf dieses Bett gehievt, also starke Frau. Ja, quasi. Kann man sagen. Ja, muss man halt sagen, genau. Auf jeden Fall stärker, als sie aussieht, ne? Mhm. Es ist dann so, dass sie ihn natürlich dann auch malträtiert mit diesem Elektro-Ding, weil das wurde ihr ja mit in den Koffer geworfen. Und deswegen hat sie das ja noch da und piekst dann ein paar Mal zu mit Elektro hier, Elektro da, auch am Sack, glaube ich sogar. Ja. Dann ist es so, und da musst du mir kurz erklären, was das ist. Ich glaube, sie steckt ihm so ein Kabel, also so ein Stahldings in den Mund oder in den Hals, was eigentlich benutzt wird, um Abflüsse frei zu machen, die verstopft sind. Genau, ne? Das glaube ich auch. Also diese Winden, mit denen man die Rohre frei macht, die man so rein macht und die man dann so drehen kann, wie so eine Spule. Ja, und genau. Ich glaube, das schiebt sie ihm in den Hals. Ja, genau. So ein Ding habe ich zum ersten Mal gesehen und ich habe es ums Verrecken nicht verstanden, was das sein soll, in einer Akte X-Folge. Und zwar Tombs ist die meiner Meinung nach die spannendste, gruseligste, beste Folge ever. Also wenn eine Idee hat, das ist noch eine, wer mir sagen kann, es gibt noch eine gruseligere, der soll mir das bitte mitteilen. Ich glaube, es gab auch mal eine Exorzisten-Folge, die war auch sehr gruselig. Also die Folge Tombs ist, glaube ich, aus der ersten Staffel sogar noch. Und da ist es so, dass der sich halt dann so reinzwängen kann durch ganz enge Rohre und so. Der muss halt immer die Leber essen und so.
Also so alle 24 Jahre oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls ist es so, dass er dann halt wohl auch durch den Abfluss kommt und dann ist er dann die junge Frau, die sieht, dass ihr Abfluss verstopft ist, das Klo, und dann geht sie dann mit so einem händischen Ding rein, also macht dieses Kabel rein und dreht dann so dran, und ich habe mir damals so als Kind gedacht, was zum Teufel ist das? Ja, also das habe ich überhaupt nicht gerafft. Mittlerweile weiß ich, dass es so ein Ding halt ist, um Rohre halt frei zu machen. Aber damals war ich sehr, stand ich sehr auf dem Schlauch. Der kommt durch den Abfluss, ist auf jeden Fall jetzt auch wieder New Fear unlocked. So. Ja, genau. Bis jetzt davor keine Angst hatte. Danke an der Stelle. Also eigentlich kommt er nicht durch den Abfluss durch. Also er kommt jetzt nicht durch das Klo. Er kommt also eher so durch den Schornstein und durch Gitterfenster und so. Aber warum der Abfluss halt verstopft ist, weiß ich trotzdem nicht. Also das okay. Weiß ich jetzt nicht so genau. Aber okay, das war ein kurzer Abstecher zu Akte X. Gut. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Sie macht diese Maschine an, er hat die im Hals stecken und er wird natürlich extrem viel Blut spuckt er dadurch. Das Ding, das dreht sich ja auch durch seinen Hals ja wohl immer tiefer rein. Er ist aber noch nicht tot, sondern sie verbindet ihn jetzt noch mit, weißt du, wie mit so, wenn man eine Autobatterie anknipst, weißt du, so um zu überbrücken. Das macht sie noch und macht dann Strom an und dann wird er dann halt hoffnungslos gegrillt, ne? Genau, und dann liegt er auf diesem Bett und wird zusätzlich noch, ja, gegrillt, trifft es, glaube ich, ganz gut. Dann platzt ihm, glaube ich, hinterher noch ein Stück vom Hinterkopf weg sogar. Oh, das ist an mir vorbeigegangen. Auf jeden Fall macht sie ihn halt ordentlich fertig. Ja. Und, ja, okay. In der nächsten Szene ist es so, dass die sie ja kurz bei Georgie ist und macht Bilder, weil wie er ja immer noch da vegetiert vor sich hin, ne? Also der ist halt dann noch immer an der gleichen Position. Genau, es eitert jetzt alles, wird ganz dicht, ist auch richtig, die Oberschenkel sehen auch aus, als würden die platzen, wobei ich da auch gedacht habe, also ich glaube, er wäre schon lange an der Sepsis gestorben. Ja, okay. In der nächsten Szene ist es dann so, dass sie, dass wir bei Anna sind. Die kommt jetzt nach Hause und geht ins Schlafzimmer und sieht, dass das durchwühlt wurde. Dass auch Geld liegt da rum. Das wurde aber, glaube ich, auch zerschnitten teilweise. So habe ich das zumindest aufgefasst. Und sie kann überhaupt nicht verstehen, was hier los ist. Und dann hört sie plötzlich Musik. Also ihre Platte, die sie ja auch vorhin laufen hatte, während der Fette sie vergewaltigt hat. Es ist so Opernmusik, die fängt plötzlich an zu spielen und sie geht dann langsam nach unten bis in den Keller, wo sie jetzt das Loch sieht, das wir allerdings nie so richtig gezeigt bekommen, ne? Weil wir ganz offensichtlich zwei verschiedene Drehorte, es gab dieses Loch nicht wirklich im Boden natürlich, und guckt dann runter und dann kann gar nichts sagen. Und dann ist es dann halt so, dass Katie plötzlich hinter ihr steht, macht einen coolen Spruch und dann haut sie der Anna auf die Fresse und schubst sie in das Loch hinein. Und sie stürzt da die 5 Meter, 3 Meter, wie viel auch immer das sein sollte, runter und schlägt auf. Genau. Richtig, genau. Ja, und in der nächsten Szene ist sie jetzt aber schon gefesselt und sitzt in diesem Koffer, in dem sie selber ja auch saß. Und dann wird sie wach, sie war ja bewusstlos, und dann sagt er dann die Katie zu ihr, hallo, guten Tag, schön, dass sie wach ist. Irgendwie sowas, ne, glaube ich, solche Sprüche kommen dann. Und als sie sich dann zur Seite bewegt, gibt sie die Sicht frei auf den an der Wand hängenden Georgie. Ja, schwer verletzt, alles zugeeitert, eigentlich schon mehr tot als lebendig, ne? Ja. Und da dreht ja auch dann die Anna durch, ne? Und ruft ihr dann, oh, Georgie, und don't kill him, und no. Und das macht sie auch recht überzeugend. Und dann macht dann die Katie den Deckel drauf. Und dann hat sie doch aber auch so einen kurzen Ausraster, wenn sie den Deckel drauf macht, ne? Ja, und haut den immer wieder hoch und runter. Ja, genau, aber schreit dann auch so, und dann denke ich mir auch so, was soll denn das? Was ist das? Weißt du, das ist das, was ich auch in der Folge hatte, und ich habe ja schon sehr oft über den Film gesprochen, immer in Besprechungen mal so zwischendurch, dass das alles so unnötig ist. Also sie hat so, sie genießt diese Rache hier so sehr und hat dann manchmal so Ausraster, die man ihr dann aber auch nicht so richtig abnimmt. Die sollen natürlich ihren Hass darstellen, aber es ist halt einfach so extrem gewollt, ne? Also man nimmt das halt wirklich schwer ab. Immer wieder. Man muss das halt immer wiederholen, ne? Ja, wobei die Szene nehme ich ihr sogar irgendwie noch mehr ab. Okay. Weil es irgendwie so dieses, oh, jetzt habe ich die in der Kiste, und dieses, das erinnert mich so ein bisschen an so Situationen, in denen Menschen so vor Wände schlagen. Ja. Und so schreien. Also um die Wut rauszulassen. Genau.
der Hass ist halt da und es muss irgendwie raus. Also das nehme ich ihr eher noch ab als so dieses Psychogedöns. Also ich könnte mir halt so rein psychologisch quasi vorstellen, dass man eher so wirklich dann immer mit so Wutattacken oder mit so, wo man seinen Zorn vielleicht dann auch nicht kontrollieren kann, kann ich mir eher vorstellen als dieses oh, Georgie oder oh, Anna. Ja, das stimmt. Dieses Umgetour. Aber es ist natürlich trotzdem immer sehr, sehr viel, sehr drüber. Ja, das stimmt. Das stimmt. Naja gut, okay. Ivan kommt jetzt wieder nach Hause und merkt, dass keiner da. Dann geht er in den Keller und sieht, erst nach oben und sieht auch das Durchgewühlte. Dann geht er nach unten und sieht jetzt auch das Loch im Keller. Und dann sagt er auch, what the fuck? Ja, ist natürlich total erschrocken und verwundert. Und in der nächsten Szene sehen wir ihn auch schon dann im Keller drin, also in den Katakomben, und läuft da mit einer gezogenen Waffe durch und findet dann irgendwann Georgie, wie der da hängt, wie gesagt, gerade schon mehr tot als lebendig. Ne? Und als er dann gerade was sagen will oder irgendwie dann Georgie versucht, irgendwas zu sagen, ist natürlich Katie auch schon hinter ihm und schlägt ihn nieder. Wir hatten das ja gerade, das ist das dritte Mal in Folge das Gleiche. Ne? Es ist nicht sogar das vierte Mal. Ja. Alle zusammen quasi. Also es ist immer, irgendwie drehen die sich alle nie um. Sie erwarten sie halt nicht. So. Genau. Aber die hat aber auch ein gutes Timing, ne? Also sie hätte jetzt auch böse überrascht werden können von Ivan jetzt hier, ne? Der ja mit gezückter Waffe kam, ne? Das Timing ist einfach exorbitant gut. Die ist kräftig und hat ein gutes Timing. Also. Perfekt. Passt doch. Alles wunderbar hier. Katie hat sich gemausert, sagen wir mal so. Ja, richtig, genau. Naja, er wird ja dann, wie gesagt, wird Ivan niedergeschlagen. In der nächsten Szene haben wir dann den Polizisten und den Pfarrer wieder. Dann sagt der Pfarrer, ach, dieser junge Frau, ich konnte ihr, die hat, irgendwas tut sie Böses und so. Und dann sagt der Polizist, ich glaube, ich weiß, um wen es geht. Und dann sagt der Pfarrer, konnten sie ihr helfen? Und er so, ich glaube nicht. Ich glaube, ich konnte ihr nicht helfen. Das wird so ein bisschen dargestellt, wie er hätte Schuldgefühle. Aber letzten Endes hat er ja nichts falsch gemacht. Der Polizist hat ja hier nichts falsch gemacht. Der kann das ja nicht ahnen, dass diese alte... Und sie wird auch abgehauen sein, ja. Mit der Anna. Also die werden ja nicht gesagt haben, wir fahren jetzt. Richtig, die ist einfach getürmt mit ihr, so ist es. Genau. Aber weißt du, ich muss auch sagen, ich hätte es auch ein bisschen besser gefunden, wenn Anna so ein bisschen anders auf die Fresse bekommen hätte. So eher so von den, in dem Fall tatsächlich eher vom Gesetz, als jetzt hier im Sinne von Rache. Weißt du, warum tut der Polizist Anna nicht kontaktieren und sagen, da war doch diese junge Amerikanerin, was ist denn aus ihr geworden? Und dann sagt die natürlich, muss lügen, ja, die ist zur amerikanischen Botschaft gefahren worden. Und dann sagt er, ja, dann geben Sie mir doch mal bitte, keine Ahnung, die Nummer, die sie bekommen hat, irgendwie sowas, weißt du? Und dann, ja, die muss ich erst noch raussuchen. Irgendwie so, weißt du, dass er ihr durch Lügen auf die Schliche kommt. Genau. Das hätte ich eigentlich ganz interessant gefunden, so ein bisschen Ermittlungsarbeit noch mit drin, ne? Ja, so ein bisschen, wie es bei so einem Thriller wäre. Ja, genau. Weißt du, anstatt er jetzt halt beim Pfarrer ist und jetzt er vor dem Pfarrer hier von Schuldgefühlen redet, weißt du? Ja. Wobei er nichts falsch gemacht hat und ja nicht mal sicher ist, ob sie das ist. Ich wollte gerade sagen, A, ist er sich ja nicht sicher. Gut, er kann es sich denken. Aber das ist auch, also woher die Schuldgefühle kommen, weil, ja, oder vielleicht hat er gedacht, mal hätte ich dir mal doch ein besseres Gefühl gegeben. Ich habe ja unterstellt, die nimmt Drogen. Also ich weiß es nicht, aber anders wäre es mir tatsächlich an der Stelle auch lieber gewesen, ja, genau. Bin ich bei dir. Ja. Ja, richtig, ja. Na gut, okay, na jedenfalls wacht Ivan wieder auf und wir haben folgendes Szenario, wirklich schwer vorstellbar. Er hängt an einem Tisch und dann hat sie ihm die Klöten in einen Schraubstock gepackt. Ja. Komm mal auf so eine Idee. Es ist auf jeden Fall ziemlich, verrückt. Und dann macht sie dann halt dann so wieder so ein paar Sprüche. Dann geht sie halt auch dann zu der Anna, macht den Deckel wieder hoch. Und mit ihr schreit sie ja dann auch irgendwie rum nochmal. Und muss ja jetzt muss Anna zugucken, wie Georgie verreckt. Ne? Also der stirbt jetzt. Also genau. der kotzt und hat so einen Punkt erreicht, wo sein Körper nicht mehr kann. Und ich sag dir ganz ehrlich, das, was sie hier mit Ivan macht, das hätte sie mit Georgie machen müssen. Geht dir das genauso, ja? Ja. Weil er ist derjenige, der sie vergewaltigt hat. Ja, oder mit Nikolai. Oder mit Nikolai auch, weil er auf sie geschifft hat, ja. Oder mit Valko. Also tatsächlich hätte ich das auch bei Valko verstanden. Aber bei Ivan
habe ich es jetzt nicht. Also der war anders scheiße. Ivan war anders scheiße, das stimmt. Was ich vorhin echt für Probleme hatte zu gucken, ist das mit der Brustwarze. Es gibt einen Moment, dass sie ja, er dreht ihr ja die Brustwarze ganz übel, nachdem sie ja getürmt ist und zurückgebracht wurde. Und das macht sie jetzt ja hier nach. Deswegen wiederholt sie das ja jetzt hier. Aber zieht ihn ja die gesamte Brustwarze ab. Das ist schon die Bar gewesen, muss ich sagen. Also da schüttelte es mich vorhin ein bisschen. Die reißt ja wirklich die Brustwarze mit dem Fleisch da raus. Oh, ja, das war mit der eklig. Zange. Das war wirklich sehr, sehr eklig. Ja. Ja, und dann auch die Szene jetzt hier mit dem Schraubstock, sie dreht ja immer weiter zu und weiter und weiter. Und er ist natürlich am Schreien und am Schimpfen und fucking Bitch und nein, bitte nicht. Und das immer und immer weiter. Naja, ich finde die Szene dumm. Ich finde die wirklich blöde, muss ich sagen. Also, das wollte, weißt du, wenn es so um cool gemachte Rache geht, wie es jetzt in anderen Filmen ist, dann bin ich dabei. Das fand ich dumm. Das fand ich wirklich dumm. Das hat so ein bisschen Hostel-Elemente und so, ne? Also diese ganze, ich meine, Georgie ist ja wirklich irgendwie nur noch ein verrottenes Stück Fleisch. Genau. Auch wie sie ihm aber in diese Wunde nochmal bohrt und da der Eiter nochmal rauskommt. Oder jetzt wirklich bei Ivan, wie erst diese Brustwarze abgerissen wird, so blutig und dann klemmt sie, wie sie das dann sagt, da irgendwie in den Schraubstock und dann Blut, läuft ja das Blut da raus und hinterher spritzt ja quasi noch der ganze Inhalt. Ja, richtig. Genau, das hat echt, also das hat mich wirklich so an Hostel oder so erinnert. Ja, genau. Ne, so Hauptsache eklig, noch so ein paar Gore-Elemente fast reinpacken. Das, weißt du, das hat jetzt nichts mehr mit Rachefilm zu tun. Jetzt ist tatsächlich Gore noch, ne? So Torture-Porn plötzlich mit drin. Und das hat mir auch nicht gefallen. Also ich fand die Szene doof. Ich war froh, als sie rum war. Natürlich, wenn man das als Mann guckt, ne, macht die auch Aua, die Szene. Ne? Das ist natürlich das auch, glaube ich. Ne? Naja, es ist so, er bricht ja dann irgendwann zusammen und sie hat dann so ein freudiges Lachen. Ich habe von diesem Lachen jetzt gerade mal ein Bild von meinem Tablet gemacht und schick dir das gleich mal zu. Kannst du WhatsApp öffnen, während du schaust? Ja, ich glaube, ja, kann ich. Okay, pass auf, ich schick dir jetzt gerade mal ein Bild. Alle, die Instagram haben, werden wissen, was ich meine, weil ich es dann nämlich jetzt auch posten werde gleich, weil es halt absolut unglaubwürdig ist, wie sie hier jetzt reagiert, weißt du? Pass auf, du hast es ja zwar vorhin gesehen, aber schickst du trotzdem mal zu. Oh Gott. Das ist aber auch wirklich in den perfekten Moment Ja, aber wirklich, gemacht. Ne? Also sie hat ihn jetzt gerade umgebracht, ne? Sein Schwanz ist abgefallen, inklusive Innereien oder sowas. Das ist jetzt ihr Blick danach, ja? So sieht man aus, wenn man gerade den x-ten Mann gekillt hat. Ja, es hat so ein bisschen was von Gollum irgendwie in dem Moment. Und die ist ja wirklich bildschön eigentlich, aber das ist schon. Das stimmt. Das ist halt so der Punkt, wo man jetzt halt sagt, das soll man ihr jetzt noch abnehmen, weißt du? Also, du musst ja auch bedenken, die muss ja auch bis vor wenigen Momenten, oder also Momenten in Anführungsstrichen, hätte sie doch niemals einem Mann sowas antun können. Ja, und sich auch nicht so darüber gefreut. Und sich auch nicht gefreut, genau. Das ist ja wieder der Unterschied zum ersten Teil. Im ersten Teil weiß man ja, dass das eigentlich falsch ist, was sie tut. Und es freut sie ja auch nicht. Ja, sie macht es ja nur als Rache. Und hier wirkt es so, als findet sie es einfach wunderschön. Ja, aber so, also zumindest auf dem Bild sieht sie halt auch so aus, als würde sie es wunderschön finden. Ja, richtig, genau. Nee, das macht der erste Teil, also deswegen, ich finde, das ist ein Nachfolger, den man echt gut in Anführungszeichen immer bei dem Genre natürlich gucken kann, aber da macht der erste Teil einfach vieles besser. Das ist richtig, das ist absolut richtig, ja. Ja, es ist ja so, dass, denn der Polizist kommt auf einmal und sagt dann, Katie, und Ende hoch und hör auf mit der Scheiße. Und dann steht Ivan auf einmal auf und meint, Katie jetzt würgen zu müssen. Aber jetzt ist Katie plötzlich so eine völlig hilflose junge Frau wieder, ne? Wie er sie würgt, ne? Die kann sich gar nicht bewegen. Sie könnte doch einfach mal sich umdrehen. Sie könnte vielleicht auch sich bücken. Er ist doch auch immer noch schwer verletzt. Also sie kann sich doch jetzt aus diesem Griff befreien von ihm. Aber da wirkt sie plötzlich so völlig hilflos, ne? Ist dir das auch aufgefallen? Ja, als hätte diese ganze Revenge-Katie nicht stattgefunden in der Szene. Ja, das stimmt. Naja, der,
der Polizist sagt ja dann, hör auf, lass sie los, lass sie gefälligst los. Und er wirkt ja immer noch weiter und weiter und dann ballert er ihm in den Kopf. Und das finde ich wunderbar. Diese Szene, das ist das, was wir sehen wollen. Weißt du, das mit dem Pimmel im Schraubstock, das brauche ich doch nicht. Das ist doch nur ekelhaft. Weiß ich nicht, das ist für ein bisschen Gore-Splatter, kann ich mir auch alles gut angucken. Da erwartet man das, aber das ist dieser extreme Torture-Porn da in der Stelle. Das befriedigt auch nicht. Man hat ja diesen Punkt, dass man mitfühlt mit ihr und auch irgendwie denkt, das haben die verdient. Und dann denkt man, aber so eine Abartigkeit ist doch dann auch wieder ein bisschen drüber. Also dann kann man einfach nicht mehr so gut relaten, finde ich. Ja, genau, das stimmt. Denkt, okay, weiß ich nicht. Also Rache, ja, aber also, dass du jetzt so eine ganz durchgeknallte Sadistin bist, da gehe ich dann auch wieder nicht mit. Ja, richtig, genau. Also der Kopfschuss, der war schon... Das war in Ordnung, das hat er verdient und das hat man auch gefeiert und das hätte für mich auch gereicht. Naja, jedenfalls guckt sie ihn ja an und der Polizist guckt sie an und dann tauschen sie so Blicke. Er macht halt nichts, weil er halt weiß, dass die ihr Böses angetan haben und jetzt kann er halt nicht sagen, du bist verhaftet, so um den Dreh, was er natürlich sagen könnte mit all dem, was sie jetzt gemacht hat. Nein, es ist halt so, dass er sie schlichtweg gehen lässt. Und in dem Koffer findet er jetzt noch Anna. Ich meine, ich denke mir, der ist recht schnell klar, dass Anna sich da nicht rausreden kann, weil mit ihr passiert ja nichts. Die hätten viele auch gerne tot gesehen, ne? Mit Sicherheit. Ja, also mit Sicherheit. Und ich meine, bei aller Liebe und bei allem schlechten Gewissen und weiß ich nicht, wie will er das denn erklären? Was da unten ist? Also ich meine, irgendwo wird er ja wahrscheinlich auch mal einen Bericht schreiben müssen. Ja, genau. Und sagt er dann einfach, ja, die war nicht mehr da. Keine Ahnung, was passiert ist. Schwer zu sagen. Wie man das erklären soll, ist wirklich schwer zu sagen. Ah gut, er kann halt wahrscheinlich einfach nur vielleicht runtergehen und das ist alles schon passiert. Und er behauptet, da war keine Frau. Das könnte er sagen. Aber er hat mit seiner Dienstwaffe ja jetzt Ivan erschossen. Dafür muss es ja einen Grund gegeben haben. Also wie erzählt er das? Ne? Und natürlich wird Anna, wird mit Sicherheit auch erzählen, dass das dieses amerikanische junge Mädchen war oder diese junge Frau war, weil die ja auch erzählen wird, die hatten meinen Jungen umgebracht. Dass sie letzten Endes irgendwie da noch reingeritten wird, ich glaube, vielleicht hat die Glück und kommt da sogar davon. Ich weiß es nicht, kann man natürlich hier jetzt zusammenspinnen, ne? Genau, auch das werden wir nie erfahren. Auch das werden wir nie erfahren, ganz genau. Genau so ist es. Na gut, jedenfalls ist der Film damit zu Ende. In der nächsten Szene sehen wir nur noch, dass sie langsam zur amerikanischen Botschaft läuft. Ja, da geht sie einen Schritt, noch einen Schritt, noch einen Schritt, noch einen Schritt. Und dann fängt sie, je näher sie drauf zugeht, aber auch an zu lächeln. Ne? Also jetzt muss sie kichern. Und ja, das ist halt auch dann, wo man sich so denkt, okay, das hättest du sparen können mit dem Lächeln. Vielleicht ist es eine Andeutung an den ersten Teil, was Sarah Butler es ja auch kurz macht am Ende des ersten Films, aber halt lange nicht so oft und so extrem wie hier. Nee, und bei Sarah Butler hat man einfach das Gefühl, okay, sie kann jetzt so ein bisschen Frieden schließen, das ist abgeschlossen. Mhm. Ja, stimmt, ja. Und es ist nicht so dieses Möchtegern-Psycho-Getue, was Katie jetzt hat. Genau so ist es. Also ich finde den Film in ganz großen, fetten Anführungsstrichen, ne, logischerweise, guckbar, weil er einem schon das gibt, was man möchte. Man sieht, wie ganz große Drecksäcke aufs Maul kriegen am Ende des Films. Aber das Martyrium von ihr ist ganz schlimm. Also ich habe ja gesagt, für mich der zweitschlimmste Film zu gucken, weil das halt einfach ganz, ganz, ganz furchtbar ist. Diese Rache-Szenen sind sehr wiederholend. Ne? Also die laufen immer in ihre Falle und kriegen auf den Dötz und das war's. Damit sie sich dann fesseln lassen können, wenn sie bewusstlos sind. Das ist alles sehr, sehr ähnlich. Und ich finde das Ende ein bisschen unbefriedigend, gerade weil Anna jetzt auch davon kommt. Also die erste Stunde ist ganz mies, kann man aber gucken. Danach ist es nicht sonderlich, nichts Besonderes mehr, ne? Ja, du hast es irgendwann im Laufe des Gesprächs ja schon eigentlich auf den Punkt gebracht, das Verhältnis zwischen dem Rape und dem Revenge-Part, finde ich, stimmt einfach nicht unbedingt. Also dieses Martyrium, dieses wirklich schlimme Martyrium, wo man auch durchgehend mitfühlt, ist einfach wahnsinnig lang und wahnsinnig explizit.
ich hätte gesagt, ich glaube, es sind 30 Minuten oder ein bisschen über 30 Minuten, wo dieser ganze Revenge-Part dann mal eben abgearbeitet wird. Und das auch auf eine echt drastische und abartige Art und Weise zum Teil, muss man halt auch einfach sagen. Ich fand ihn als Fortsetzung nicht schlecht, aber da gibt es meiner Meinung nach wirklich trotzdem deutlich bessere Vertreter. Wie zum Beispiel den ersten Teil. Genau, so ist es. So ist es. Naja gut, jedenfalls wurde es allerhöchste Zeit, dass er besprochen wird. Vielen Dank, dass du ihn mit mir besprochen hast. Hat mir wie immer super Spaß gemacht, hat mir gut gefallen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank fürs erneute dabei sein und dann bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.